Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nash unter Messer. Wir befinden uns immer noch in der ersten Staffel, diesmal mit Folge 17, Hörst du die Kugel? Und als Gäste begrüße ich diesmal die Alex. Ja, ich war schneller. Hallo, hier ist auch noch der Sven, der ein bisschen langsam ist heute. Hier ist der Raphael. Ich bin heute besonders und schnell. Und hier ist der Flo. Und der Zappo und ich hole das auf. Wir holen das wieder auf. Komm, zack. Wir haben doch keine Zeit. Und ich bin die Dela und gerade wieder am Verzweifeln. Ja. Hast das zwischendrin mal nicht? Doch Dauerzustand. Wir haben diesmal eine Folge, die tatsächlich auch so ein paar Elemente von Verzweiflung und Trauer mit sich trägt. denn die Folge fängt erstmal ganz putzig an, denn Frank hat einen Hexenschuss. Und ja, weil er ja ganz, 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 ganz wichtig und der Supersoldat ist, beantragt er deswegen einen Orden. Mhm. Aber das ist nicht das Tragische, auch wenn so ein Hexenschuss echt schlimm ist, sondern Hawkeye kriegt auch Besuch von einem alten Kumpel, der so ein bisschen unter die Schriftsteller gegangen ist. Er freut sich wahnsinnig über diesen Besuch, aber der Kollege muss halt wieder zurück an die Front und Hawkeye muss weiter operieren. Dabei trifft er als Patienten eben einen jungen Bengel, der sich mehr oder weniger bei den Marines illegal eingeschrieben hat, weil er noch zu jung ist, weil er halt unbedingt den Held spielen will. Und er will seinen Stammzahn beeindrucken. Das ist das einzige Wort, was ich mir aus der Folge aufgeschrieben habe. Nee, ich glaube, da sind noch zwei Sätze. Aber als Einzelwort ist das, wie heißt das im Englischen? Bitte. Da hieß es nur My Girl. Da gab es keinen. Okay, wie kommt dann der deutsche Übersetzer auf Stammzahn? Also ich habe meine Mutter Alkohol mal gefragt. Sie meinte so, ja, solche Begriffe gab es damals, frag nicht. Also Steilerzahn. Also ich kenne Backfisch, ich kenne Steilerzahn, ich kenne ganz viele Dinge, aber Stammzahn? Das ist dann deine feste Freundin. Genau, ist so wie die Stammkneipe, halt nur mit einem Zahn. Ja. Das ist, Leute, das ist, wenn man den Ficken zubeißt. Lassen wir das. Ja. Auf jeden Fall geht es dann in die nächste Runde. Und da hat dann Hawkeye leider seinen eigenen Kollegen wieder auf dem Tisch. Diesmal doch sehr, 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 sehr schlimm verwundet und es gibt auch wirklich keine Chance. Er stirbt ihm also mehr oder weniger tatsächlich unter den Händen weg. Was natürlich Hawkeye komplett am Boden zerstört. Und ja, deswegen beschließt er dann zumindest das Schicksal dieses anderen jungen Kerls in die Hand zu nehmen. Und ja, dafür findet er diverse kreative Wege. Oh. Jo, und wieder haben wir auch einen Stargast in der Folge. Ron Howard. Okay. Früher bekannt aus der Serie Happy Days und heutzutage eher als Regisseur von solchen tollen Filmen wie Solo. Ich glaube, ich kenne den nicht von. Ich bin mir sicher, dass ich den nicht kenne. Seine erste Rolle hatte er, eine Hauptrolle in der Andy Griffith Show und hat echt viel gemacht. Okay. Lustigerweise wird er hier noch als Ronnie Howard aufgeführt. Ja. Ach, wie süß. Aber diese Haartolle, die er da noch hat, hat er heute nicht mehr. Das verdeckt er jetzt alles mit dem Cappy. Aber der ist, der macht viele Filme. Der hat zum Beispiel, der wird auch gerne gerufen, wenn Regisseure abspringen. Der bringt das dann einfach handwerklich sauber zu Ende. Der ist kein großer Regisseur, aber ein handwerklich sehr guter. Ich habe ihn gegoogelt, ich kenne ihn doch. Sagen wir so, ich kannte das Gesicht, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, also ich kenne sowohl das Gesicht, als auch kenne ich den Menschen, den Namen, aber ich hätte jetzt nicht zusammenbringen können, dass es dieser Mensch, der irgendwie doch sehr viel berühmter ist, als dass ich das Gesicht immer ab und zu mal entdeckt hätte irgendwo. Apropos Gesicht. War das logisch? Ist euch direkt in der ersten Szene aufgefallen, wie elegant Margaret nochmal den Teller an ihrem Arsch abwischt? Nee, das habe ich nicht gesehen. Sie deckt ja da diesen Tisch und dann nimmt sie den einen Teller hoch und wischt sich den nochmal so über die Arschbacke. Also jetzt, also sie hat ja einen Bademantel an, aber wischt den nochmal so ab. Ja. Zu diesem Bademantel möchte ich übrigens sagen, das wäre mein Bademantel der Staffel bisher.
Also ich hatte ja zu Anfang irgendwann den Bademantel der Staffel. Okay. Ja, der war schick, zirp, ja. Zirp, zirp. Aber ja, das war wirklich ein schicker Bademantel. Ja, und dann kommt auch schon Frank, die Feder. Ja, also da habe ich ja ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt, ja. Hexenschuss ist echt ein Arschloch. Und, ja, da ja aber dass man dabei nicht mal die Hände aufmachen kann, habe ich noch nicht erlebt. Oh doch, das geht. Wenn der Schmerz ordentlich krampft und je nachdem, wo das dann auch sitzt, das schießt dir durch die Nerven in die Extremitäten. Ich kenne das, ganz leicht kenne ich das. Und man sagte mir, ja, ich möge mich jetzt einfach mal ein bisschen schonen, sonst würde das das werden, wo andere Leute sich gar nicht mehr bewegen können. Also das ist mit Atmen schon vorbei im Zweifelsfall. Ja, er hat das ja öfter. Ja, aber das kommt im Laufe der Serie noch einige Male. Das wird besser und schlechter mit dem Rücken. Genau. Und ihr kennt es nicht. Und ihre Reaktion darauf, dass man bloß nicht sich da erwischen lassen sollte, so ausgezogen, wie sie sind. Entschuldigung, die beiden haben immer noch das Gleiche an wie vor. Ja. Ja, im Englischen sagt sie dressed like this. Ja, mein Gott. Dass sie da jetzt eher in so etwas mehr Freizeitkleidung unterwegs ist, speziell sie, das, naja. Ja, aber da dachte ich auch so, ich glaube, da hätte keiner aber was die gesagt. Die laufen doch öfter auch so irgendwie in diesen Gemeinschaftsbereichen rum. Also die hauptsächlich so rumlaufen, sind ja eher dann die Sumpfbewohner. Die anderen sind ja draußen eher in Uniform unterwegs. Ja, aber wenn man gerade von der Dusche kommt oder so. Bis auf ja, gut, das, ja. Ich musste ein bisschen an den schönen Satz denken. Ja, und wenn sie in der Werkstatt stürzen, dann schleppen sie sich noch bis vor die Tür. Das ist eine andere Versicherung. Ja. Nein, aber es ist natürlich wieder absolut typisch, dass ich glaube nicht mal Frank unbedingt genau den Wortlaut kennt, sondern auch hier ist Hot Lips wieder diejenige, die den Paragraphen weitergibt. Und tatsächlich sofort weiß, dass er dazu theoretisch berechtigt ist. Die sagt sogar, ich befehle es dir. Ach so, genau. Ja, das ist Purple Heart. Ja, aber auch das Schöne ist, als dann Hilfe gerufen wird, wir haben ja einen Schnitt zu Hawkeye, der sein weibliches Äquivalent hat. Die Frau ist fähig, das sehen wir später noch. Sie trinkt gerne. Und sie ist ganz begeistert, dass er Oliven aufgetrieben hat. Und das fand ich so schön. Und die Diskussion darüber, das sind und wie sie beide zusammenzucken, als sie reinbeißen. Genau, es sind Oliven aus China, aus dem kommunistischen China. Rotchina. Ich diskutiere nie mit Oliven über Politik. Und als sie dann reinbeißen, fiese Kommunisten-Drops. Das war dieser schöne Satz. Yeah, I know a rat on the black market who gets me green olives. Und sein Spruch dabei nur, ich mag Mädchen wie dich. Ja. Betrunken. Die beiden passten auch wirklich von. Ja, perfekt. Naja, und wie steht ihr denn zu der Szene, als dann Hawkeye seinen alten Kumpel wieder trifft? Also ich meine, das wird ja dann tatsächlich erstmal mit gegenseitig abgeknutsche und Männerfreundschaft, Buddytum und er knutscht ja dann gleich auch erstmal Henry. Ja. Ja, aber erfrischend wenig homophob an der Stelle. Ja. Ja. Ganz ehrlich, Henry möchte ich manchmal auch knutschen. Ja. So. Ja, aber ich glaube, Henry wirkte so ein bisschen verunsichert, aber auch irgendwo geschmeichelt, fand ich. Ja, was ich vor allem lustig fand daran, was mir so, es kann aber auch sein, dass ich da wieder einen Subtext reingelesen habe, der nicht da ist. Aber Henry redet sich ja immer gerne ein, er selbst wäre der beste Freund von allen. Und er ist zwar komplett überrumpelt von dieser Situation, dass er da auf einmal geknutscht wird, aber ich glaube, er steht so ein bisschen verunsichert daneben, als er die Männerfreundschaft der anderen zwei sieht. Also so ging mir das, dass er deswegen so ein leicht verunsichertes Ding dabei hat. Ja, könnte sein, aber im Endeffekt weiß er ja, glaube ich, auch, dass Trapper Hawkeyes bester Freund im Camp ist. Also ja, also wie rumgekumpelt wird, sieht er auch sonst. Aber dass er plötzlich mit drin steckt, das ist, glaube ich, ihn etwas überraschend. Ja, also so respektlos war selbst Hawkeye noch nicht vor ihm gegenüber. Ja, ich bin da auch eher auf der Überrumpelungsseite. Okay. Ich finde, sie haben es auf jeden Fall geschafft, sehr schön diesen Effekt, den ihr wahrscheinlich alle kennt, wenn man so alte Freunde von eigenen Freunden kennenlernt. Und das sind irgendwie Menschen, die sind in erster Linie mal komisch. Also jetzt nicht mal besonders gut oder besonders schlecht, aber einfach merkwürdig. Und die eigenen Freunde lachen über Witze, wo man denkt, ey, das war jetzt wirklich nicht lustig, ja. Und so diesen Disconnect, ja, weil man halt History, weil man halt eine Vergangenheit mit den Leuten hat. So, den haben sie, finde ich, an der Stelle sehr schön rübergebracht. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, aber ich fand auch den Charakter von seinem Kumpel eigentlich ziemlich toll, auch wenn der nur verdammt wenig Screentime hatte. Screentime hatte er später. Aber auch nicht so viel. Ja. Er hat ja auch Morphium gekriegt. Nee, aber, ziemlich viel. Dass er wirklich so. Ja, da merkt man wieder, die passen, weil Hawker ist ja auch so ein Idealist und er halt auch, bloß er ist nur Schreiber und er wundert sich, warum ist er nicht Korrespondent geworden. Und ja, ich wollte nicht Korrespondent sein, ich wollte das Buch schreiben aus der Sicht eines Soldaten. Und deswegen ist er in die Infanterie gegangen. Und das ist auch wieder so eine Denke, die auch wieder zu Hawkeye passen würde. Der würde sich zwar nicht freiwillig melden dafür, aber auch wieder dieses Idealistische, so echte. Ja, aber so klassisch war, fand ich dann halt auch diesen Austausch und sagt, oh, well, I'm keeping the country safe from communism. Wo Hawker irgendwann sagt, du warst selber einer. I'm keeping the country safe from me. Mhm. Und jetzt wird er das Buch schreiben, You Never Hear the Bullet, darüber, dass man die Kugel, die einen trifft und tötet, nie hört, in Wirklichkeit und nicht so wie in den Filmen, wo es immer Ping macht und dann hat der Querschläger den jungen, blonden Helden erledigt, der im nächsten Film wieder lebt. Ja, der Witz ist, die Querschläger hörst du ja gerade, die anderen hörst du nicht. Ja, und ich finde das so schön, diese Metaebene dieser Serie, weil es ja eigentlich in dieser Serie etwas angesprochen wird, was in solchen Serien eigentlich immer gemacht wird. Aber gerade in der Serie nicht, obwohl man da auch öfter so immer wieder nur Querschläger hört, zwischenzeitlich. Ja. Aber daher kriegt das so eine schöne Metaebene. Das fand ich sehr, sehr schön gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Und halt alleine auch schon die Tatsache, wie gesagt, dass wir dann hier diesen 15-jährigen Bengel dann direkt im nächsten Gegenschnitt dann kennenlernen. Mhm. Wo es halt auch wirklich zeigt, wie jung tatsächlich die Jungs sind, die sie dort verheizen. Ich meine, es wird jetzt tatsächlich gesagt, er hat sich illegal reingeschlichen mit einem falschen Ausweis und Gedöns. Ab 18, ja. Aber selbst die da sind ja nun trotzdem noch extrem jung und so weiter und so fort. Ab 18 war jeder fällig. Ja. Aber ich fand auch geil, wie der Kleine, der ist ja sowas von seinem Wahn drin, wie der sagt, ich bin bereit, Schlitzaugen umzulegen, Sir. Haben Sie das ernsthaft mit Schlitzaugen übersetzt im Deutschen? Also ich habe ja schon in der letzten Folge und jetzt in dieser auch bei Gooks immer wieder so ein bisschen gezuckt. Da habe ich mich immer gefragt, wie haben Sie das eigentlich übersetzt? Stellt sich raus, ziemlich genau, ja. Ja, und dann aber auch nur sein, das wird ja wieder ausgeglichen von Hawkeyes Kommentar, man nennt sie auch Japaner oder Koreaner. Ja, oder Menschen. Ja. Genau. Das fand ich schön, ja. Genau, dass er ihm erstmal so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Und du merkst, so dieser Kleine steckt voll in der Propaganda drin. Ja. Aber auch, wie dann ja später rauskommt, er will, wie wir es einfach schon gesagt haben, er will nur seine Perle, seinen Stammzahn beeindrucken. Weil die ist jetzt total rallig auf jemanden, der gerade aus seiner Grundausbildung kam und er meinte, er muss jetzt auch in den Krieg ziehen, ein Held werden mit dem Orden. Und warum möchte man solche Typen, also warum sollte man als Typ solche Mädchen haben, die irgendwie sowas von ihrem Typen verlangen? Weil er dumm und hormongesteuert ist. Ach so, okay. Also was ich auch sagen muss, also ich kann mich mit dem Charakter ja durchaus ein bisschen identifizieren. Wie gesagt, bei mir war immer der Punkt, ich wollte immer zur Armee gehen, ich wollte immer und so weiter. Diese ganze Ebene mit, ich will ein Held sein, die hätte ich verstehen können. Zumindest mein eigenes jugendliches Ich hätte die verstanden. Was mich aber wieder gestört hat, ist, dass hier wieder ein Weib die Ursache allen Übels ist. Ja, eben. Wäre es einfach nur dieses Ding gewesen, ich will jetzt ein großer Macher. Ich möchte für mich ein Held sein, okay, aber doch nicht, ich möchte für die Tussi, die irgendwie da draufsteht. Also, wie klein bin ich denn, dass ich sowas mache? Warum gründen Leute Rock'n'Roll-Bands? Warum wollen Leute Helden sein? Wegen Ruhm, Freibier und willigen Weibern. Das ist. Ja, und da ich jetzt hier einen Großteil meines Lebens in mehreren Städten verbracht habe, in denen ein Großteil unserer Marine rumliegt, solche Menschen gibt das, die das dann irgendwie, oh ja, so in Uniform und so. Aber wenn wir von persönlich unserer deutschen Marine reden, ist rumliegen in der Tat das richtige Wort. Ich kenne auch Mädels, die sagen, wenn mein Typ in Uniform vor mir steht, werde ich irgendwie nass. Aber das ist, sind auch die ich nicht ernst nehmen möchte. Oh, ein Müllmann. Ja. Wo wir dann ja schon wieder bei den Seemännern sind. Wir wissen ja, wann es das erste Mal hatte, unser Frank. Das war, als er von einem kräftigen Seemann am Unabhängigkeitstag umarmt wurde. Nicht Unabhängigkeitstag, VJ-Day, also als der Zweite Weltkrieg in Japan zu Ende war. Ja, okay, im Deutschen ist es Unabhängigkeitstag, aber der Zweite Weltkrieg, da gab es ja auch in der Folge vom Sumpf, wo sie die These aufgestellt haben, dass Frank das Mädchen ist, was umarmt wird auf dem berühmten Foto. Genau. Ja. Er ist eigentlich Klinger und ist nur neidisch auf ihn. Okay.
Nein, aber wie gesagt, also bei dem jungen Kerl, das Ding mit der Frau, das habe ich auch nicht so richtig begriffen. Die Schiene mit dem, ich will ein Held sein und da steckt voll in der Propaganda drin. Das fand ich schon realistisch und das konnte ich, wie gesagt, mein eigenes 13-jähriges Ich konnte das nachvollziehen. Ja, aber der will wirklich aus einem falsch verstandenen, genau. also so Don Quixote-mäßig aus einem falsch verstandenen Ritterlichkeitsding zur Armee und nach ein paar Jahren bei den Marines war er dann mental, ein paar Monaten bei den Marines, war er dann auch völlig dabei. Wie findet ihr denn die Entscheidung? Hawkeye führt ja mit ihm das erste Mal ein Gespräch, wo er noch ziemlich cool ist, wo er sagt, ich verpfeife dich nicht, alles ist gut und so weiter und so fort. Passt nicht zu ihm, finde ich. Passt nicht zu ihm, genau, das ging ja auch so. Er sagte jetzt auch, ich weiß nicht, wie das im Deutschen war, im Englischen sagte er so ungefähr, ja, wenn du unbedingt Soldat spielen willst, dann soll es jetzt an mir auch nicht liegen, nur sei halt nicht so blöd und jetzt klau den Jeep und hau ab, bevor du ganz geheilt bist. Genau. Aber ich höre dich erstmal aus und sag, mach, was du willst. Ich habe das für mich aber auch so ein bisschen bewertet in der Folge, dass das so der erste Moment ist, wo Hawkeye schon so langsam vom Krieg her ein bisschen abstumpft und ihn dieses Ereignis wieder so ein bisschen zurückholt. Es kam ja auch später noch die Frage, wo er sagt, warum weine ich erst jetzt wegen meinem Kumpel, warum nicht vorher wegen den ganzen anderen? Und das dann, das jetzt noch die letzte Aktion so vorher war, dass er vorher sagt, komm, macht doch, bringt euch um, wenn ihr wollt, lasst mich in Ruhe. Dann nee, aber was mein ich... Kumpel und dann kommt halt diese Umstellung im Hirn, dass er sagt, nee. Die Umstellung kann ich verstehen, aber was ich komisch fand, also im Charakter hätte es gepasst, wenn er sagt, pass auf, wenn du dich unbedingt umbringen willst, dann mach halt. Aber ich glaube, Hawkeye, als der Frauenheld, der er ist, hätte da schon wenigstens, ja, wenn du dich umbringen willst, dann bring dich halt um, aber mach's nicht für eine Ulle. Ja, eben. Das stimmt, ja. Ja, ich weiß nicht. Was mir gerade mal auffällt, in der letzten und in dieser Folge habe ich mir kein einziges Mal notiert, Hawkeye wird übergriffig. Ja, stimmt. Er hatte aber auch keine Zeit dazu. Na, sagen wir so, letzte Folge hatte er die Tussi, die offensichtlich genau das gleiche wollte wie er. Wäre das jetzt. Das ist ja nicht übergriffig jetzt. Nee, aber wäre das eine gewesen, die keine Lust gehabt hätte, wäre halt das Bild eines Übergriffigen wieder da gestanden. Genau, und in dieser Folge ist es ja eher so, dass die Dame seiner Wahl die Schmuddel. Also, es ist jetzt auch eher nur Glück, aber nichts anderes genau. In seinem Verhalten. Wenn alles anders gewesen wäre, dann wäre alles anders gewesen. Ja. Ja, nein, also sein Verhalten ist das gleiche, nur die Frau ist nur halt dieses Mal anders, reagiert anders. Ist halt ein Unterschied, ob man es mit jemandem macht, der auch mit dabei ist, oder richtig. Mit jemandem macht, der. Ja, aber das muss man ja rausfinden, ob der Mensch dazu Lust hat. Sagen, und Mensch, da kann man ja einfach fragen. Also Menschen, die sich gerne an den Hintern fassen lassen, den fasse ich auch gerne an den Hintern. Also, dann geht da einfach bin ich hin. Total übergriffig, wenn die Leute ja sagen. Dann macht das frei nach Tom Gerhardt und fragt, hast du Bock zu ficken? Ja, er macht es halt eher ein bisschen körperlicher, statt dass er fragt. Also ich glaube, das ist halt immer nur im ersten Moment übergriffig. Man danach. Guckt mit den Augen und nicht mit den Händen und man fragt ja. Mit dem Mund und nicht mit dem Körper. So. Das ist durchaus alles richtig, aber ich möchte anmerken, dass sein Verhalten das gleiche ist, nur dass die Frau anders reagiert. Ja. Soll ich es mal ganz... Nein, sag ich nicht. Gut, ich will noch mal ganz kurz zurück zu den zwei Hawkeyes. Ja. Der eine, der halt irgendwie, ich würde sagen, das ist halt dieses typische Problem, das man hat, wenn man halt ein weltoffener Mensch ist oder das man gelegentlich mal hat. Auf der einen Seite sagt man, naja gut, das ist ja nur, jeder ist seines eigenen Glückes Feuerwehrmann und dann sollen die Menschen halt machen, was sie wollen. Also das ist ja nur freier Wille und so, freies Land, ne? Und auf der anderen Seite hat man schon so Vorstellungen, was man tun und was man lassen sollte. Und wenn sich jetzt irgendjemand dazu entscheidet, irgendwas zu tun, was man dann wiederum nicht toll findet, dann steht man halt vor dieser Zwickmühle. Sag ich jetzt was oder sag ich jetzt, naja gut, ist ja dein Ding. Und ich glaube, genau das Problem hat Hawkeye hier. Das hat so auf der einen Seite sagt, ey, wollte ich gerade sagen, der Junge ist alt genug. Das ist er genau nicht. Das nee, auf der einen genau Seite das sagt, das soll seine eigene Entscheidung sein und auf der anderen Seite sagt, das ist aber eine Scheißentscheidung. Genau, das würde ich komplett verstehen. Aber wie gesagt, was ich jetzt im Charakter erwartet hätte, ist, dass er sagt, pass auf, Junge, wenn du dich unbedingt wegräumen willst, dann mach's halt so, aber mach's nicht für eine Olle. Das wäre im Charakter gewesen. Aber alles andere, so dass er das komplett kommentarlos macht, weiß ich nicht. Ja, den Kommentar hat Hawkeye ja eigentlich später selber abgegeben, als er halt den Jungen dann übergeben hat an die
Was, Militärpolizei? Weiß MP, ich jetzt gerade nicht mehr. Ja, und als dann der Junge ihm sagte, I hate you, und dann guckte er ihn nur an und sagte, I hope it's a long and healthy hate. Genau. Das heißt, das war halt der Punkt, der das Wichtigste war. Und grinst dabei auch noch, ja. Ja, ja, das war für ihn das einzig Richtige. Aber ich muss auch sagen, vom Schauspiel fand ich es dieses Mal toll, die Szene, die wir ja schon angesprochen haben, als er dann anfängt zu weinen. Mhm. Und das war nicht so ein Sobbing, so Schniefen, und es war so ein ganz ruhig, er redet ganz ruhig, es laufen einfach nur Tränen, man sieht es trotzdem in den Augen. Und ich muss sagen, das war toll gespielt, und ich muss sagen, ja, da hat Henry einfach geglänzt. Da zeigt sich wieder, warum er der Commander ist, weil er, wie er das einfach erzählt und dann auch so dumm wie es ist, diese beiden Regeln des Kommandolehrgangs, im Krieg sterben nur mal Menschen und Ärzte können es nicht ändern. Genau. Und da sieht man wieder, der Mann hat Menschenkenntnis, und deswegen ist er eigentlich doch ein guter Commander, auch wenn er keinen Bock drauf hat. Aber wenn er will und er ist gerade ein Menschenkenner, dann kann der richtig loslegen. Was passiert da eigentlich im Englischen vom Dialog her? Weil im Deutschen kommt dann die Frage, glauben Sie daran? Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, die Frage. Wieso? Glaubst du an den Scheiß, den du mir gerade erzählst, oder erzählst du mir nur, weil du es musst? Naja, aber das sind ja keine Sachen, an die man glauben muss. Oh. Das sind ja zwei Regeln, die sind so. Naja, Regeln. Du dahinter, ist so die Idee da. Okay. Ja. Rule 1, young men die. Rule 2, doctors can change. Rule 1. Und danach kommt die Frage, glauben Sie daran? Also was ist dann, wie kommt auch da im Englischen die Frage, glaubst du daran? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ja, ja, also soweit ich so eine Erinnerung habe, ja. Okay. Aber eben wirklich so in dieser Übersetzung des Sinnes, stehst du da wirklich dahinter oder erzählst du mir das jetzt nur, weil es in der Handbuch steht? Okay. Aber das ist einer der Punkte, warum ich übrigens dann auch diese Serie so sehr mag. Dieses Wechsel vom absolut irrem Gewitzel auf dann teilweise. Passiert nicht in jeder Folge, nicht oft, aber immer wenn es passiert, ist es sehr, sehr heftig, finde ich. Also aus diesem irren Gewitzel dann auf einmal sehr ernst wird, und das war eigentlich ein Musterbeispiel davon. Ja. Genau. Und gerade auch durch diesen Widerspruch zwischen diesen beiden Stimmungen, dadurch, durch die Comedy wirkt ja das Drama noch viel intensiver und umgekehrt. Und das ist ja auch die erste Folge, in der es wirklich so diese Botschaft hat. Wir hatten schon öfter mal diese Krieg ist die Hölle-Anspielung, aber hier erleben was zum ersten Mal so wirklich. Und ich glaube auch, dass die Folge wichtig ist für die Entwicklung von Hawkeye. Also so der erste Schritt von dem Hawkeye, den man so aus dem Rest der Serie kennt, von dem Hawkeye, der so dieser, ja, übergriffige Witzbold ist, den wir so in den ersten Folgen jetzt hatten. Genau. Ja, stimmt. Die Folge ist insgesamt wichtig für die ganze Serie. Ich habe da so einen kleinen Interview-Ausschnitt in den Chat geschmissen, den wir dann auch in die Shownotes packen sollten, von Alan Arda, der halt erzählt, dass sie also ein echtes Problem hatten, weil das Studio diese Entwicklung, dass da jemand auf dem Operationstisch stirbt, halt überhaupt nicht lustig fanden. Also sie wurden dann gefragt, ob das denn keine Situational Comedy, sondern eine Situational Tragedy sein soll. Und er sagt übrigens in dem Ausschnitt auch, das passt ganz gut zu dem, was ihr gerade gesagt habt, dass er mit seiner eigenen Performance, als er da steht und weint, überhaupt nicht zufrieden war. Ja, das Studio hat ja auch darauf bestanden, dass die Serie eine Lachspur kriegt. Und sie konnten sich wenigstens mit den Studiobossen einigen, dass die OP-Szenen ohne Lachspur auskommen. Ja. Aber das habe ich jetzt sagen heute muss, jemanden erzählt, dass da eine Lachspur drauf liegt, und der starrte mich an. Ich kann es auch von DVD ja auswählen. Ich habe es jetzt ein paar Mal aus Spaß hin und her gemacht, und aus irgendeinem Grund mag ich die mit Lachspur irgendwie lieber. Ich glaube, das ist die Gewohnheit, weil wir vom Fernsehen tatsächlich erstmal nur die mit Lachspur kennen. Nein, in Deutschland nicht. Die Deutsche hat keine Lachspur. Nein? Okay. Nein, nie gehabt. Und da bin ich sehr dankbar drum. No. Vielleicht, weil es dann gerade die Absurdität so ein bisschen mehr unterstreicht. Ich kann es nicht unterstreichen. Ja. Ich bin vielleicht auch einfach nur komisch. Das ist auch immer noch eine Möglichkeit. Was ich da jetzt noch mal kurz einschmeißen wollte, du sagtest ja eben auch noch, es gab ja vorher schon auch Sachen, wo dann angeteasert wurde, der Krieg ist scheiße, und warum es da nicht gemacht wurde. Aber jetzt ist es das erste Mal, dass dieses Leid wirklich auf einer persönlichen Ebene für die Charaktere trifft. Vorher waren es immer andere Leute, man litt mit, aber diesmal ist wirklich einer der Charaktere, sogar der Hauptcharakter, direkt getroffen. Und man sieht es in voller Breite. Und das hat auch tatsächlich wohl einigen Sturm im Sender ausgelöst. Also die müssen wohl auch wirklich säckereise böse Briefe gekriegt haben, auch von den Zuschauern,
was das jetzt soll, dass sie den witzigen Kerl jetzt sterben lassen und so weiter. Also, das war ja, schon nicht risikolos. Ja. Wobei ich da auch mal jetzt an die letzte Folge zurückdenke, wo es eine Szene gab, wo Henry Blake sich ins Ohr geschnitten hat und deswegen ein bisschen wehleidig ist. Und er sagt, ja, als Arzt müsste so Blut sehen können. Und von dem Englischen wörtlich sagt, well, I could paint a barn with other people's blood. It's my own that I don't like. Ja, also das ist, wenn es bei einem selber einschlägt, ist es immer noch mal was ganz anderes. Genau. Ja, wie gesagt, es schlägt dann ja eben auch bei dem jungen Bengel ein, denn er wird dann tatsächlich doch von Hawkeye verpfiffen, obwohl er ja am Anfang so ein cooler Typ war. Und lustig finde ich, er übergibt ihn ja komplett auch erstmal Hot Lips. Weil sie ist ja die ranghöchste Krankenschwester und so weiter. Mhm. Und sie muss halt auf den Idioten aufpassen. Und wie gesagt, dann kommt eben dieser Satz mit dem, ich hoffe, du hast noch viel Zeit, mich zu hassen und so weiter. Aber sie wollen ihn ja nicht ganz aus seinem Schicksal rausnehmen, denn sie klauen jetzt das Verwundetenabzeichen von Frank. Naja, Frank geht ja nicht leer aus. Frank bekommt einen wunderhübschen Ohrring. Ein Purple Ohrring in grün. Aber ich fand auch einfach schön, wie er ihn bezeichnet im Deutschen. Du falscher 50er. Ja gut, das kenne ich jetzt. Also, ja, aber ich fand es trotzdem schön. Das wurde mir auch schon oft hinterhergerufen. Solche harte Worte von Frank, also wirklich. Nein, von dem Buben da. Also, nein, aber das fand ich wirklich eine sehr schöne Szene. Ja. Aber ich habe schon wieder eine Folge ohne Satz, der mich irgendwie... komisch. Ja, wollte ich euch gerade fragen. Habt ihr denn hier Zitate dafür? Moment... Ich fand schön, wo sie dann sagten, war is a dirty business, come in my tent. Well, my tent's dirty business too, but still more fun than war. Genau. So es ging. Den fand ich sehr schön. Ich fand es sehr schön, wo es um das Purple Heart geht und Henry dann irgendwie dabei steht und halt auch sagt so, ja, soll das mit dem im Matsch ausgerutscht dann auch in die Rede. Und dann kommt Hawkeye dazu und sagt, you will not support this idiot's application. Und Hotlips sagt, that is major to you. You will not support this major idiot's application. Ja. Aber ich sag mal, auch wenn da schon ein Titel ist, ich fand den Satz einfach sehr schön zum Schluss auf dem OP-Tisch. Soll ich dir was Komisches sagen? Ich habe die Kugel kommen hören, genau wie im Film. Und dieser Blick dabei, das fand ich schon toll. Genau. Aber nochmal zu Franks Purple Heart. Er hat ja später tatsächlich mal eins bekommen, weil er eine Eierschale im Auge hatte. Okay. Das kommt später unter Potter. Aber müsste, also von der Sache her hat er das ja schon. Kriegt man das mehrfach? Ja, man kann mehrere kriegen. Ja, du kriegst im Grunde für jede Verwundung eins auf. Ah, okay. Was ich noch habe an Zitaten, einmal dieses Gespräch mit Lieutenant Griffin, als das Date unterbrochen wird von Vader. Also Hawkeye ist da gerade am Vorbereiten und am Graben und er denkt, Vader ist Hotlips. Hotlips, if you don't get out of here, I'll shoot you. It's not Hotlips, it's Vader. Vader, if you don't get out of here, I'll shoot Hotlips. Ja. Ja. Das ist im Deutschen auch so, ja. Ja, genau. Und der zweite, den ich schön fand, das war das Gespräch, eben, das er mit dem Jungen führt, als noch alles cool ist. Und der Knopf sagt dann halt zu ihm, ja, du bist ja ganz cool für einen Uniformträger. Und du bist ja gar nicht so militaristisch drauf und so weiter und so fort. Und da kommt von Hawkeye nur die Erwiderung, ja, ich trage die Uniform nur, weil Turnschuhe mit Blut beschissen aussehen. Ja gut, wobei er sagt, das ist ja, der Junge ist ja ein Marine. Und die Marines und die reguläre Army, bei den Marines heißt es immer so, ihr seid eine Runde besser. Also deswegen im Englischen sagt er, you're okay for an army guy. Ah, okay, den Witz habe ich nicht verstanden. Ich dachte eher so. Ich nur mal ganz kurz was zur Übersetzung. Die ganze Zeit, auch in späteren Folgen und davor, wird immer von der Highschool und ähnlichem geredet. Und bei den beiden heißt es dann bei Hawk und seinem Kumpel, sie kennen sich vom Gymnasium. Ja. Ja. Zitate habt ihr ja keine mehr. Wie würdet ihr die Folge denn bewerten? 7 von 10 viel zu jungen Soldaten. Weil wichtiges Thema.
Ja, ich bewege mich im ähnlichen Bereich. Mir war die Folge alles in allem ein bisschen zu konfus, um wirklich mit Hawkeye mitzufühlen und auch irgendwie den toten Kameraden oder den toten Kumpel da zu vermissen. Haben sie ihn irgendwie zu kurz und zu schlecht eingeführt. Das hat's doch ein bisschen getrübt bei mir. Insgesamt eine gute Folge, aber mehr als 3,5 von 5 Purple Hearts gibt's von mir nicht. Ja, ich sag mal halt, ich stimme denen zu. Die Folge wirkt ein bisschen gehetzt. Die hätte man auch auf also 1,5 Folgen wären perfekt gewesen von der Standardlänge, vielleicht eine Doppelfolge. Aber so würde ich auch sagen, trotz allem gebe ich 4 steile Zähne und obendrauf noch mal 4 fiese Kommunistendrops. 4 Kommunistendrops? Also insgesamt 8. Ich mag ja immer noch keine Oliven. Auch wenn sie Martini waren, sind die so lecker, wenn sie gut sind. Ich glaube, ich werde es nie rausfinden, aber okay. Also, weil es gerade, wie ich ja eben schon beschrieben habe, ist für mich jetzt einer dieser ersten großen Umschwünge war charakterlich und weil das auch sehr schön gespielt war. Der Rest war Schmuckwerk, aber insgesamt kriegt diese Folge von mir 8 von 10 Schlägen mit der eigenen Salami. Ja, das ist eine sehr wichtige Folge, das sind wir uns, glaube ich, einig. Geht aber noch besser, also das kriegen wir noch erheblich besser. Ich würde sagen, 7 von 10 erschossenen Hotlips. Genau, und ich würde mich da relativ nah anschließen. Ich würde 7 von 10 Hexenschüssen geben, denn, wie gesagt, das ist eine wichtige Folge, die definiert den Verlauf der Serie auch mehr oder weniger relativ stark. Und sie hatte ein paar schöne Momente, aber sie war trotzdem, fand ich, ein kleines bisschen schlechter als die letzte. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Folge. Gut, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, würde ich sagen, liebe Hörerschaft, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und liebe Mitpodcaster, lasst es euch gut gehen. Es war schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Tschüss. Bis Ciao. 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 Alles splitternackt. Das ist der deutsche Titel der 18. Folge der ersten Staffel von MASH. Und die besprechen wir heute in MASH unterm Messer. Herzlich willkommen dazu. Dear Dead Again heißt die Folge im Englischen. Und wir sind natürlich auch alle splitternackt. Und ihr könnt echt froh sein, dass das hier ein Audio-Podcast ist, denn wir sind alle keine Schönheiten. Herzlich willkommen. Also ich für meinen Teil... Bin die Alex. Also ich bin eine Schönheit. Aber wenn du die Alex bist, Flo, bin ich dann der Flo? Dann würdest du ja moderieren. Stimmt, dann würde ich moderieren, vergesst es. Ihr habt jetzt gerade das 5-minütige Weigern. Ich will aber nicht moderieren von Alex verpasst. Das haben wir zum Glück nicht mit aufgenommen. Hier ist der Sven, hallo. Hier ist die Dela, hi. Hier ist Raphael und mir steht ein weißes Kleid zu. Warum bist du noch Jungfrau? Verrate ich nicht. Zappo, hallo, Entschuldigung. Macht nichts, ist okay. Du bist leid gewohnt. Ja, und um ein weißes Kleid geht es heute unter anderem auch. Hawkeye schreibt mal wieder einen Brief an seinen Vater. Das hatten wir ja schon mal und das war ein Erfolg, also machen wir weiter. Er erzählt vom Klinger im Hochzeitskleid. Er erzählt von Dr. Adam Casey, einem neuen Arzt im Camp, der echt gut ist, aber kein echter Arzt. Er erzählt, wie Frank Liebeskummer wegen Hotlips hat. Das ist eine sehr schöne Szene. Mhm. Wie Raider eine Highschool-Prüfung ablegt, Fernunterricht. Und davon, wie er selbst mit Trapper wettet, dass es keinem auffällt, wenn er nackt durchs Camp läuft.
Ja, es gibt dann noch eine Talentshow, Artilleriebeschuss, also es ist wieder sehr viel los. Nehmen wir es mal auseinander. Wappelige Sülze. Ja, was? Also, wie gesagt, ich habe ja immer unglaublichen Spaß an diesen Diabetta-Episoden, weil sie eben ohne diese ganzen, also die sind zwar konstruiert, aber da muss ja nicht zusammenspielen. Das Schöne daran ist halt, dass sie so episodenhaft sind. Und ich muss sagen, hier waren die Episoden auch wieder sehr, sehr schön. Ja, die episodenhaften Episoden gefallen mir auch am besten, das ist richtig. Und die episodenhaften Episoden zeichnen sich dazu aus, dass besonders viel gesoffen wird. Geht doch ständig. Ja, das wird es sowieso sehr häufig, aber ich, also gut, und beim letzten Mal war auch relativ viel das Glas in der Hand. Und Eimer. Ja. Ja, wir beginnen ja das Ganze gleich im Swamp, im Sumpf. Sumpf. Denn Klinger hat gerade irgendwelche lustigen Formulare oder irgendwas zu überbringen und taucht in einem sehr hübschen weißen Hochzeitskleid im Sumpf auf. Und was ich so schön fand, war die Selbstverständlichkeit, mit der damit umgegangen wird irgendwo. Nur Hawkeye hat einen ganz leichten Verbesserungsvorschlag. Nämlich das einzige Problem ist, dass die Unterwäsche durchscheint. Und er empfiehlt dann doch einen mindestens weißen bis durchsichtigen Frauenslip, um das Outfit abzurunden. Worauf und keine dann, Boxershorts, ja. Worauf dann Klinger sich bitterlich beschwert, dass er ja leider, leider bedauerlicherweise keine Dessous-Abteilung im Camp hat. Was? Er hat, im Deutschen ist es komplett anders. Er sagte, er hätte leider viel zu wenige weiße Spitzenslips, genau, in seinem Zettel. Also im Englischen sagt er, keine Ahnung, wo er den herkriegen soll, wurde dann gefragt, wo er das Kleid her hat und sagt dann Mailorder. Ja, Versandhauskatalog. Aber ich finde auch so schön, wie Klinger da rein... Ist auch die erste Klinger im Kleid-Folge, ne? Wenn ich mich jetzt nicht... Ja, er hat auch mal eine militärweibliche mit Rock. Genau, mit Rock und so. Und er war auch mal ganz nackt und er hat sich mal mit Frank geprügelt. Also genau. Das ist das damit das Dritte. Aber ich muss einfach sagen, wie unmotiviert und struckelig er in diesem Hochzeitskleid ankommt, das so rundet das ab, weil er ist wirklich so, muss ich das jetzt machen? Muss ich jetzt das überbringen? Es ist so schön. Und dazu dieses Häubchen obendrauf, es war perfekt. Aber es steht ihm ausgezeichnet. Ja. Der kann echt alles tragen, das ist Wahnsinn. Er hat ja später auch richtig Ahnung davon, aber auch noch, was ich ja eben schon im Teaser so ein bisschen sagte, aber ein weißes Hochzeitskleid steht mir zu. Ich bin noch Jungfrau, der Blick war schön. Ja, generell diese Geschichte mit dem Slip, die zieht sich ja dann auch komplett durch die Folge. Ja. Aber da kommen wir dann an der Szene, wenn es soweit ist, dazu. Ich habe leider die genaue Formulierung vergessen. Mir fehlt das letzte Wort. Es war nicht Gorky, sondern sowas also ähnliches. Gordy. Gordy, genau. Ja, wo Hotlips zu ihm sagt, das wäre ja sehr stilvoll, ohne dass es halt zu schrill wäre. Das war doch Hawkeye. Noch, genau. Als er die Röntgenbilder bringt. Entschuldigung, das meinte ich. Was habe ich gesagt? Kritik zu Margaret. Entschuldigung, ich meinte selbstverständlich Hawkeye. Entschuldigung. Margaret will sich höchstens das Kleid borgen. Wobei sie darin wahrscheinlich nicht so gut aussehe. Und ob sie weiß tragen kann. Das wage ich auch zu bezweifeln, ja? Also ihr, aber ich würde auch eher denken, ihr Hochzeitskleid wäre Khaki. Und anstatt eines Schleiers trägt sie ein Tarnnetz. Aber leider wird ja Hotlips nicht in die Verlegenheit kommen zu heiraten. Zumindest nicht den Mann, den sie gern hätte. Denn sie müssen sich ja fürchterlich streiten mit Frank. Also mir tut Frank hier ja echt so ein bisschen leid. Er ist ja wie so ein geprügeltes Frettchengesicht. Ja, aber er hat es halt auch echt verdient. Also, was ist es denn? Ja. Im Deutschen ist es ja Frettchen oder Wildsau. Was ist es im Englischen? Ferret Face, also auch Frettchen. Ja, aber Frettchen oder Wildsau. Und was ist es im Englischen statt Frettchen? Frettchen sagt doch Ferret. Quatsch, statt Wildsau. Also Wildsau weiß ich jetzt gerade nicht. Warthog. Keine Ahnung. Nee, ach, das war, wo er dann sagt, ne, mein Bruder hat mich so genannt und wie würdest du ihn... Ich weiß es aber jetzt nicht mehr. Das hatte ich mir auch nicht aufgeschrieben. Okay. Aber schön fand ich dann in dieser Episode den Vorstellungssatz zu den beiden, zu Frank und Hotlips. The King Kong and Fay Wray of the Camp. Wobei nur mein erster Gedanke war ja, wer ist denn jetzt wer?
Genau. Das Lustige, das Lustige an dem Streit zwischen Frank und Margaret ist ja, in der nächsten Dear Dad-Folge, da haben die beiden genau denselben Streit. Sie haben nur andere Klamotten an und es endet damit, dass sie sich wild knutschend umarmen. Genau, und man sieht mehr oder weniger quasi die Gegenseite. Also der Streit ist jetzt aus der einen Perspektive gedreht und der andere dann wird quasi aus der anderen Perspektive von den beiden erzählt. Aber auch das Gesicht der beiden Jungs, als Frank dahin kommt und sagt, er möchte mittrinken. Und ich würde mal sagen, er trinkt die beiden ein bisschen unter den Tisch, weil der, während die beiden dann nur pennen wollen, ist er immer noch am Saufen, diesmal aus dem Messbecher. Und singt dabei sehr schön. Wie zum Beispiel, halt deine Schnauze und auch deine Plauze. Was singt er im Englischen? Oh, ist eine gute Frage, das hatte ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben. Ach, schade, Mensch. Aber interessant fand ich, dass er in einer der vorherigen Folgen er ja nach 3 Bier eigentlich schon völlig Knülle ist. Er verwurstet naja, da im er ist Prinzip auch hier völlig Knülle. Naja, er ist da nicht Knülle vor ein paar Folgen, da muss er nur von Bier, muss er mal direkt aufs Klo. Im Englischen verwurstet er ziemlich genau das, was Hawkeye zu ihm gesagt hat. Also er singt im Prinzip genau den Wortlaut, den Hawkeye benutzt hat, nochmal, ohne da groß was zu reimen oder so. Bis auf die Plauze, ja. Nein, und tatsächlich muss ich auch dazu sagen, nicht mal unbedingt, dass er sie unter den Tisch gesaufen hat. Aber ich glaube, wenn ich mit Frank saufen müsste, würde ich schon aus reiner Langeweile vorher kapitulieren, um das Elend zu Ende zu bringen. Ja, ja, genau. Ich würde mich auch einfach schlafen legen. Ich würde so einen total steifen und ekelhaften Typen mal gerne sehen, wenn der betrunken ist und locker. Er sagt ja, sie könnten davon locker werden und Spaß haben und lächeln. Dauernd. Ja. It might break your face. Ich glaube, er ja, und er wird ja auch locker und sitzt singt und hat Spaß. Nur während die beiden halt dann irgendwie sich leichter einen angeschäkert haben und ins Bett gegangen sind, hat er sich halt richtig einen reingetan und nervt rum. Ja. Wobei, er ist tatsächlich sympathischer als in den meisten Folgen, wenn er so sturzbesoffen ist. Anstrengend, aber sympathischer. Und hier fällt auch der wunderschöne Satz, als er sich dann über Hot Lips aufregt. Mein Verstand ist so groß wie ihre Dinger. Und die Antwort darauf ist, ja, aber sie hat sie doppelt. Ich fand auch sehr schön den Satz, mach die Augen zu. Nein, ich kann meine Augen nicht schließen, dann kriegt mein Verstand keine Luft mehr. Ja, dazwischen haben wir aber noch die Szene, wo wir den Hochstapler das erste Mal kennenlernen. Genau. Und wir erfahren es ja auch, weil Father Mulcahy es mit dem Kreuz hat. I see what you did there. Wie lange hast du auf den gewartet? Das ist die ganze Folge schon. Sehr schön, sehr schön. Hier mein Hut. Ja, und das Geilste daran ist halt tatsächlich dann sein irritierter Blick, als es dann rauskommt, also als er es ihm gesteht. Er fühlt sich erst voll besser und dann sackt er wieder in sich zusammen, völlig hoffnungslos. Ja, allein schon dieser Satz, kann ich Ihnen was anvertrauen? Natürlich, ich bin Ihr Priester. Ja, aber ich kein Arzt. Im Englischen sagt er erst, can we treat this as a confessional? Also können wir das wie eine Beichte behandeln? Ja, das sagt er im Deutschen auch. Ja, okay. Aber danach halt, ja, natürlich, ich bin Ihr Priester, ja, aber ich kein Arzt. Nein, wir erfahren ja auch, er war schon Lehrer, Anwalt, Ingenieur und alles Mögliche. Also aber er scheint halt kein nicht ganz, lang durch. Ja. Und sein Name ist Schwarz. Ja. Eigentlich, ja. Schwarz, actually. Was ich hieran ja noch am lustigsten finde, ist die Tatsache, dass die da alle so nicht so richtig ein größeres emotionales Problem haben. Weil ich glaube, selbst unter den fachlich gelernten Ärzten, die einziehen, sind eben größere Klappspaten dabei. Frank. Frank, genau. Das fand ich eigentlich auch ganz, ganz lustig an dem Element. Ja, wo er dann beim Gespräch mit Hawkeye, ja, Casey/Schwartz, dann sagte, ja, on the level. Und dann sagte er, ja, gegen dich ist Frank ein Änderungsschneider. Ne? Genau. Und was auch in der Folge, ist nur ein kleiner Einwurf, was ich aber schön fand, was wir ja ihm immer unterstellt wurde, wir haben den Beweis, Raider ist Telepath. Ja, das war ESP. Großartig gesehen. Ich glaube, Raider ist der Einzige, der echt Gedanken lesen kann. Der Saftsack. Der kleine Saftsack, genau. Und in dem Moment läuft er durchs Bild. Das war nicht nett. Genau.
Das war so eine schöne Szene. Aber sagt mal, gehört die Satzfolge, können Sie nicht einmal ernst bleiben? Oder ich hab's einmal und daraufhin, ich hab's einmal versucht, da haben alle gelacht in diese Folge? Keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht. Es auch nicht mehr. Okay. Hast du mir zumindest nicht notiert. Aber allgemein auch die Raider-Szene, die dann sich entspinnt, ist natürlich auch wieder fantastisch. Wie er eben sich schon um sein mehr oder weniger komplettes Fernstudium rundherum geschummelt hat. Mhm. Und jetzt eigentlich auch denkt, er käme um diese Abschlussprüfung rum. Und Henry versucht es tatsächlich, ihn da wirklich zu motivieren und zu machen und zu tun. Und ja, gibt es dann wirklich aufgrund der Idiotie dann irgendwann seufzend auf. Raider machen hat Sie die Antworten auswendig gelernt, aber in der falschen Reihenfolge. Ja. Oder sowas. Machen Sie sich's bequem. Und er so B-E-K-W-E. Und dann kommt ja, ich nenne jetzt zwei berühmte Daten aus der amerikanischen Geschichte. 1492 und 1776. Raider, ich hab's, 3208. Genau. Das ist so schön. Ja. Aber auch die Auflösung dieser Szene, als er ja den Füller da so gibt. Ja. Und er kriegt jetzt den Füller von Henrys Vater, weil er so stolz auf ihn ist und dann soll er ihn nur reinigen. Gucken Sie auf den Kaffee rauskriegen. Da ist mir schon ein bisschen das Herz gebrochen. Ja. Also ja, Raider ist wirklich großartig in dieser Folge. Aber also das war das zweitschönst gespielte aus der Folge. Aber da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Da greife ich jetzt mal ein bisschen vor, so anderthalb Staffeln. Kriegt er den nicht tatsächlich später geschenkt? Ich glaube ja. Ich wollte gerade sagen, also wenn das wirklich in der Folge passiert, ist das so ein schöner Rückgriff drauf, dass ich das dann unglaublich feiern werde. Ich glaube, das wirst du noch ein, zweimal mehr präsentiert bekommen, damit du das noch mehr feiern darfst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nein, aber da ist mir tatsächlich ein kleines bisschen das Herz gebrochen, wie er da geguckt hat. Ja, wie gesagt, das zweitschönste gespielt. Ich habe noch ein bisschen Trivia zu dem falschen Arzt, falls euch das interessiert. Ja. Es gab einen Menschen, der hieß Ferdinand Waldo de Mara und der sieht, wenn man sich die Bilder anguckt, auch diesem Arzt oder diesem Schauspieler in der Serie nicht so völlig unähnlich. Und ja, der hat sich in der Tat nicht nur als Arzt ausgegeben, sondern auch als diverse andere Dinge. Es gibt einen Wikipedia-Artikel in der englischen Wikipedia, den können wir vielleicht in die Shownotes packen. Er hat sich unter anderem als Schauspieler ausgegeben für diese Episode. Ja, also er hat unter anderem auch wirklich sich als Gerd Postel. Er hat sich unter anderem auch als Arzt ausgegeben und an Bord eines Schiffes wirklich mehrere schwere Fälle bearbeitet als Chirurg und das erfolgreich. Stimmt, da habe ich auch mal was drüber gesehen, ja. Ja, ist auf jeden Fall eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Da war glaube ich sogar der Witz, dass er dann irgendwie begnadigt worden ist oder nicht vor das Militärgericht, weil er eben tatsächlich dem Kommandanten oder wem auch immer da so vor einer ganz bösen Entzündung und so bewahrt hat. Ich glaube, das haben sie auch mal in einer Folge von Das Ach besprochen. Die machen ja sowas ganz gerne. Es ist auch verfilmt worden mit Tony Curtis, The Great Imposter. Das basiert so grob auf seiner Lebensgeschichte. Oder nimm mit Leonardo DiCaprio Catch Me If You Can. Das, da habe ich jetzt auch gerade die Krankenhausszene im Kopf. Oh, ja. Do you concur? Oder im Deutschen, sind Sie d'accord? Bis dann der andere da zusammenbricht. Ja, I should have concurred. Dann gibt es ja noch die Serie Pretender, die da auch garantiert drauf aufbaut. Großes Kino, ja. Die Serie. Großes Kino, ich liebe die. Tja, hättet ihr jetzt als Gast schon mal teilgenommen, wärt ihr in dieser legendären Pre-Show dabei gewesen, als wir über diese Serie schon mal gesprochen haben. Ja. Hm. Vielleicht sollte man doch mal eine Sonderfolge machen, eine Außermenschlichkeit, ja. Ja, Stichwort Sonderfolgen mit R-Rating. Es kommt dann natürlich auch zu der Szene, als Hawkeye eben mit Trapper wettet, dass es völlig egal wäre in dem ganzen Sauhaufen, wenn er nackt durchs ganze Camp läuft. Und sich dann einen Jahr den Lunch holt. Genau.
Und ich muss sagen, ich habe es gefeiert, so die klassischen Sachen, aber wie geschickt sie beim Rausgehen aus dem Sumpf jedes Mal sein Gehänge verdecken. Ja, und tatsächlich. Der hatte eine Hose an. Und ja, genau. Klinger war auch nicht nackt. Das sieht man auch in der einen Szene, dass er einen fleischflammenden Schlüpper trägt. Aber ja, aber hier ja, aber einen Hosenbund. Ja. Also mehrfach. Ja, aber ich schrieb nur, es folgen wunderschöne Objektplatzierungen. Ja, ich mag das Tablett. Ja. Welches er zuerst für die Brust hält und dann nach unten. Ich finde den Blick von dem Army-Man so geil. Keim fällt es auf und der steht vor ihm und dieser Blick, alles gleitet ihm aus dem Gesicht und aus den Händen. Das war groß. Tablett fallen lassen, ja. Aber tatsächlich hätte ich mal eine Frage. Ja? Wie alt ist der Alan Alda zu dem Moment? Ich glaube, das sind nicht alles seine Körperteile. Also er sah doch recht gut aus, muss ich jetzt mal als Frau so sagen. Ja, ich mochte es auch, aber ich glaube, das sind nicht seine Beine. Naja, man sieht ihn ja oft genug in der Halbtotalen. Also ja, ja, also der Oberkörper ist durchaus seine, aber ich glaube, das sind nicht seine Beine. Also ich glaube, also er war so Mitte 30 damals übrigens. Also ich muss sagen, das war doch schön, weil halbnackte Frauen sieht man ja öfter, aber das war doch durchaus mal was Hübsches. Man muss einfach zugestehen, es ist zwar ein ästhetischer Anblick. Ja, es ist ganz nett, aber er ist kein Klinger. Klinger also das Klinger stand ihm besonders gut. Also Klinger ist ja auch, seitdem Fox zu Disney gehört, ist er ja auch eine Disney-Prinzessin. Ja. Den Tweet, den dazu mal jemand abgesondert hat, habe ich bei mir im Büro hängen ausgedruckt und die meisten verstehen ihn nicht. Aber das Schönste an der Szene war... Das ist aber ein schöner Idiotenfilter. Sehr gut. War dann natürlich der Kommentar von Klinger. Now, that's tasteful without being gory. Ja, genau. Da war genial. Genau. Ja. 37 war Alan Alda zu dem Zeitpunkt. Ein ausgezeichnetes Alter, auch wenn ich Flo auch das anders sieht. Ja, ich finde das auch. Also ich wünschte, ich würde noch halb so aussehen wie er. Okay, er ist die Hälfte von mir. Ja, der Soldat, der das Tablett fallen lässt, wird von Roy Goldman gespielt. Den kennt man aus nicht allzu viel, aber er hat in To Be or Not To Be Adolf Hitler gespielt. Okay. Das hätte ich jetzt, wäre nicht meine erste Assoziation gewesen. Wobei aber. Ich so mein Headcanon, ich weiß jetzt nicht, ob ich es nur so direkt nicht mitgekriegt habe, ist, dass der Soldat gerade eigentlich eben nicht zu dem Camp gehörte, sondern irgendwie gerade so da war. Das wird überhaupt nicht zugesagt. Ja, ja, aber das ist so mein Headcanon ist, der ist jetzt gerade, ist so ein Fahrer, der auf dem Weg durch ist und der halt den ganzen Schloss nicht kennt, weil bis der das Tablett fallen ist, interessiert es ja wirklich keinen. Ja, der Blick von Trapper, als er nach ihm reinguckt und so sieht, der steht da nackt und keiner reagiert. Der guckt so herrlich entgeistert und erst danach geht er so suffisant grinsend zu ihm rüber. Wie gesagt, mein Headcanon ist, das ist eine arme Socke, der dann einfach irgendwo, keine Ahnung, irgendein Paket irgendwo abgeben soll und denkt sich, ich schnapp mir was zu essen und trifft als erstes auf einen nackten Kerl im Schäfchen. Und dann denkt er sich, da fahre ich nie wieder hin. Ich wollte gerade sagen, Hocker ist doch gar nicht nackt, der hat Stiefel an, der hat ein Schiffchen auf. Naja, der Kopf ist bedeckt, die Hälfte der Körperwärme ist gesichert, er ist halb angezogen. Also hätte er die Wette ohnehin verloren. Okay. Ich trage Socken. Wer naja, die Socken also ausgezogen hat, einen dann bei diesem gruseligen Talentwettbewerb. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war die einzige Szene in der Folge, die mich richtig gestört und genervt hat. War ja auch eine No-Talent-Night. Ja. Und was war das für ein Lied? Ich habe das gekannt, aber nicht erkannt. Das Lied, was immer läuft, das einzige, was immer in Mesh läuft. Da, 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 My Fair Heaven. Da haben sie eine Lizenz für und das läuft irgendwie immer. Entweder läuft es so gesungen oder von irgendwelchen Asiatinnen unverständlich gesungen. Aber ich habe es geliebt. Nein. Speziell Hot Lips. Aber ich fand das so schrecklich. Ich fand das so schrecklich. Die Frau. Das Klavier war verstimmt. Das war nichts gut daran. So die Frau, ist es sein. Aber die Schauspielerin, die hatte so einen Spaß dran. Ja, aber ich hätte so trotzdem gern zu grölen. Das war so schön. Ja, das habe ich ungefähr 3-4 Mal zurückgespult. Das war dreistimmig, laut, schief und leidenschaftlich. Aber Und es war doch was Gutes, denn es war für einen guten Grund. Es ging nämlich um einen koreanischen Flüchtlingsfonds.
für den Geld gesammelt werden sollte. Mhm. Und Hawkeye bedankt sich ja bei seinem Vater in dem Brief auch, dass er ihm seinen für den Anzug, ja. Das ist der Anzug für die No-Talent-Night. Genau. Aber das, nein, wie Loretta Swit, wie die da das rausgehauen hat, man hat richtig gesehen, wie die Spaß hatte da dran. Das ja, und so vor allem, es passt halt auch wieder zum Charakter von Hot Lips, weil ja. Dieses sich selbst präsentieren und obwohl sie nichts kann und so weiter und so fort auf toll machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sowohl der Charakter als auch die Schauspielerin da voll Spaß hatte. Ja, und mir fällt nur gerade an, auch das zweite Outfit von Klinger war ja auch sehr verwegen. Und das Gelbe, ja. Ja sehr und geil. Meine Unterstellung ist einfach, die Kostümdesigner für diese Serie haben es gefeiert, als Klinger gekommen ist, weil dann durften die sich austoben wie die Hölle. Ich glaube, und vor allen Dingen, der trägt das ja auch so nonchalant. Ja, das ist. Ganz ehrlich, ich hätte. Der war zu dem Zeitpunkt 10 Jahre verheiratet, habe ich eben mal nachgeschaut. Ja. Ich wüsste so gerne, was seine Frau zu der Rolle gesagt hat. Kannst du das Kleid mal mitbringen? Ich fand sie sehr geil und war aber eifersüchtig, dass er in Schuhe passt, die ihr nicht passen. Ah! Ich wette, die hat ganz oft gefragt, kannst du mir das Kleid mitbringen? Genau. Jetzt hat er keine Ausrede mehr, dass er nicht mehr zum Einkaufen mit wollte. Er muss jetzt beraten. Aber ganz ehrlich, als Kostümdesigner, ich hätte mich drum geprügelt, ihm die geilsten Outfits dahin zu packen. Ich hätte da gesessen. Oh, ich glaube, der Charakter war ein Geschenk. Geile Outfits. Ja, das kommt ja einiges. Also was er dann an Hüten und Handschuhen und sonst was auffährt. Mein Liebling ist immer noch, wo er so ein Schmachtroman-Fetzen-Cover kopiert mit so einem gelb weißen, wehenden Sommerkleid mit Blümchenhut und Schirm. Mhm. Und da, wo man ihn dann mit so einem Buch unter dem Baum sitzen sieht, das ist so eine Szene, die ich nie vergessen werde. Also, wenn man bedenkt, dass die Figur tatsächlich nur für eine Folge geplant war, können wir echt froh sein, ja. Dass wir sie so oft erleben werden, noch in Zukunft. Klinger ist einfach großartig. Und Klinger war anfangs nur eine Lachnummer und hat sich dann auch noch zu einem immer tieferen Charakter entwickelt später. Ja. Und, grandios. Also Jamie Farr, ich bin ein Fan von ihm, der Mann ist Gold wert. Und irgendwo bei Lachnummer eigentlich nicht, aber ja gut, aber sehr flach, ja, der ist schon richtig. Ja doch, anfangs war er wirklich Lachnummer. Aber nicht so lach mal über den Doofen, guck dir den mal an, sondern Es war als Gag angelegt, nicht, dass man über ihn als Person gelacht hätte, sondern über die Figur als solches. Genau, weil er war einfach so diese Dreistigkeit, diese Kreativität, die er an den Tag gelegt hat. Mein Liebling ist immer noch, als er also mein Liebling ist immer noch, wie er mit der Zigarre und einem Kopftuch da vor ihm steht, vor Henry steht. Und Henry sagt, also sie sind schon mit einigen angekommen, aber dass sie schwanger sind, das glaube ich nicht. Und dann fährt die Kamera runter und du siehst dieses Kissen da und runter. Und allein auf was für Ideen der immer wieder kommt und irgendwann findet er einfach so sehr Gefallen dran an diesen Klamotten, dass er da total drin aufgeht und dass er Seidenunterwäsche tragen muss da drunter, weil sonst kriegt er einen Ausschlag. Ich find's geil. So, Ich erinnere mich an eine Folge von später von früher, wo er dann ja auch die ganze Zeit mit so einer Salami rumläuft, weil er sich so fett fressen will, dass er nach Hause geschickt wird als untauglich. Also später, ich lese hier gerade, später wird Klinger Kompanieschreiber und legt die Damenkleider ab. Dies soll auf Drängen des Schauspielers hinterfolgt sein, da er vor seinen Kindern nicht mehr so habe auftreten wollen. Okay. Da kommen wir später dann irgendwann mal dazu. Ja. Erstmal verabschieden wir uns noch von Captain Casey oder Schwartz oder wie auch immer. Er ist natürlich jetzt kein Arzt mehr. Nicht mehr Captain oder sowas. Kappa, Entschuldigung, ich habe es verwechselt, ja. Denn er ist jetzt ein Priester geworden. Geh in Frieden, mein Sohn. Genau, und wir haben natürlich auch hier wieder eine kleine ernsthafte Note da drin. Denn eine Szene ist dann eben auch noch wie während der OP wieder mal Artilleriebeschuss stattfindet. Aber diesmal ist es nicht so überzogen wie mit der Weihnachtsmann-Aktion in der letzten Dear Dad-Folge. Ja, gut, das ist ja was. Wir erinnern uns, das 40/77 liegt ungefähr, ich glaube, 3 Meilen hinter der Front. Da kann sowas schon mal vorkommen. Ja, das passiert. Hawkeye beendet seinen Brief dann mit Kiss Mom and Sis. Was wieder eine Ungenauigkeit ist, denn in späteren Folgen wird erzählt, dass seine Mutter gestorben ist, als er 10 war und er ein Einzelkind ist. Sein Vater wird es wissen. Ja. Wobei man das ja auch so deuten kann, nicht seine Mutter und seine Schwester, sondern die vom Vater. Kann ja alles sein. Auch wieder Headcanon, als man das im Voice-Over hört, ist er ja halbwegs am Pennen und einer fragt ihn, hey, are you dreaming? Und er sagt dann, I don't even know anymore.
heißt, ja, man kann sich schon Man kann sich verzeihen. Ja. Da hat man, glaube ich, einfach noch nicht so weit gedacht mit dem Charakter. Also von daher. Nein, aber in dem Fall, es kann sein, weil er jetzt da einfach halt am Schlafen war, hat dann gesagt, ach ja, wenn jetzt noch meine Mutter und meine Schwester da wären, dann weckt den einer und sagt, was? Ja, in der ersten Dear-Dead-Folge war ja auch Crab Apple Cove noch ein anderer Ort. Und so. Sie haben dann so ein bisschen später geändert. Ja. Habt ihr denn Zitate für die Folge? Ja, ich hatte meine schon. Ich war ja nicht sicher, ob diese Sätze überhaupt hier in die Folge gehören. Nein, das ganz, ganz vom Anfang gab es dann halt ein schönes, so ein klassischer Witz, wo er dann sagte, Dear Dad, I don't know what to tell you. There's the hatred, the violence, men behaving like animals, and then there's the war. Ja, das ist ein sehr schönes. Das Zitat der Folge auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, wie bewertet ihr diese Folge denn? Ich mochte sie. Das ist schön, sie mochte dich auch. Das ist schön. Ich nehme 8 von 10 Damen. Hochzeitskleidern heißt das Wort, was ich meine. Ja, ich würde auch 8 von 10 Füllern verschreiben. Denn gerade an der Raider-Szene hatte ich unglaublich viel Spaß. Und auch ansonsten war das eine sehr schöne Folge. Und ich mochte eben, dass diese tragische Note nach der letzten Folge hier zwar wieder drin ist, aber nicht so überzogen wie bei der letzten Dirtnet-Folge. Jo, ich mochte die Folge auch. Allerdings haben bei mir immer diese Stückelfolgen immer ein bisschen schlechteren Stand. Aber trotzdem gibt es von mir 7 von 10 betrunkenen Frettchen. Ich hatte mal einen Bruder, der mich so nannte. Ja. Bei heißt mir, du also, Frank? Psst. Ja, das F in F in Alex steht für Frank, Entschuldigung. Das, ich dachte, du sagst jetzt, das F in F in Alex steht für mobil. Ich kriege mal schnell dazwischen. Auch mir hat die Folge gefallen. Auch ich habe eher mit den Episoden Mama, Papa, Auto neu kalibriert. Ich habe auch eher mit den episodenhaften Episoden ein bisschen Problem. Von daher, obwohl sie mir gefallen hat, 3,5 von 4 Martinis aus dem Messbecher. Ja, nee, also ich mochte sie auch sehr gerne. Ist jetzt sehr schön, aber jetzt nicht dramaturgisch überragend. Deswegen gibt es 6 von 10 geschmackvolle, aber nicht übertriebene Punkte. Buh. Ja, ich mag die Dead-Folgen eigentlich auch sehr gerne, auch gerade weil die so, ja, so kurzteilig sind. Sie erzählen einfach sind. Nur, ja. Ja, und von mir gibt es dafür 8 von 10 Laktosen. Entschuldigung, ich bin laktosenintolerant. Dann hören wir jetzt lieber auf, wenn du aufs Klo musst, und wir hören uns dann in der nächsten Woche bei einer weiteren Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es das, glaube ich. Ja. Und ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer, Staffel 1, Folge 19, Jeder friert für sich allein. Wieder mal ein toller deutscher Titel, aber der englische ist diesmal auch nicht besser. The Long John Flip. Ja. Ich hätte mal nachschauen sollen. Ein Pair of Long Johns, also um lange, warme Unterwäsche, denn es ist arschkalt in Korea. Und Hawkeye ist der Einzige, der nicht friert, denn er hat von seinem Vater lange Unterwäsche bekommen.
Aber da der arme Trapper erkältet ist und jammert, leiht Hawkeye ihm die Unterwäsche und von da an beginnt eine Reise quer durchs Camp, also eine Reise der Unterwäsche. Und diese Reise, die werden wir nun gemeinsam antreten und wir sind heute... Hi, die Dela. Und die Alex. Und der Zappo, hi. Und ich, der Flo, die Unterwäsche dieses Podcasts. Darf ich dich anziehen? Nein. Reich wie ein Babyhintern? Auch nicht. Aber doppelt gewebt. Aber gibt ein warmes Gefühl. Und mit wem streite ich mich um dich, während dich alle haben wollen? Na, bei mir läuft das etwas anders. Bei mir geht das so, du nimmst ihn, nein, du. Ah. Ja, aber bei der Unterwäsche ist das tatsächlich nicht der Fall. Also alle frieren sie, nur Hawkeye hat's echt warm und der arme Trap hustet und schnieft. Und ich hätte es von Hawkeye gar nicht erwartet, dass er ihm die Unterwäsche tatsächlich abgibt. Oder hättet ihr das? Ich hätte vorher erstmal gesagt, ich habe hier gerade ausgezogen. Eine Jacke, ein T-Shirt, ein Hemd. Das kannst du gerne erstmal alles haben, um es über deins noch drüber zu ziehen. Aber nein, es legt er ans Fußende und legt sich drauf. Das fand ich gemein. Man hatte auf jeden Fall einen wunderschönen Sitcom-Witz, als dann Trapper John sagte, this war is making me sick. Und Hawkeye sagt, then you should have stayed out of the draft. Ich weiß gar nicht, wie sie es im Deutschen gesagt haben. Da funktioniert das ja nicht so besonders. Ja, das weiß ich auch nicht. Und ich habe es mir nicht gemerkt, weil das war im Deutschen offenbar keine Stelle, die zu merken war. Nein, aber man muss ja sagen, er hat ja wirklich einen richtig schlimmen Männerschnupfen. Also ja. Er leidet ja schon sehr, sehr demonstrativ. Ja. Nichtsdestotrotz zieht der andere sich aus und bietet ihm nichts von all dem, was er auszieht, an. Ja, all die anderen Klamotten will ich nicht, ich will deine Unterwäsche. Ja. Ja. Das stelle ich mir jetzt gerade in der Terminator-Szene vor. Gerade bei Terminator 2, wenn du die Kneipe kommt. Ich will nichts von dir, außer deine Unterwäsche. Give me your long johns. Was ich ja vor allem immer lustig fand, auch in der ganzen Folge, wie machen die das überhaupt mit der Größe? Also, ich meine, weder Trapper noch Hawkeye sind einigermaßen gleich groß, geschweige denn Vader und die anderen ja nun auch nicht unbedingt. Das muss echt elastisches Material sein. Ja, wobei Vader sie ja dann direkt anderweitig verwendet hat. Und verwenden wollte. Ja, nee, er hat sie ja anderweitig verwendet, ja, aber dann ist dann beim anderweitig Verwenden auch wieder abgelenkt worden. Ja, aber erstmal, wenn Trapper wirklich so krank ist, warum setzt er sie denn beim Pokerspiel gegen Raider? Okay, er hat vermutet, dass er nicht verliert, aber ja, trotzdem. Das war eben das. Er hatte nur noch $3 Cash und war sich sicher, er gewinnt auf jeden Fall. Also hat er gesagt. Und da übrigens auch wieder, ist es immer noch so, dass Raider nicht das komplette Baby ist, aber dann bei sowas, gerade die Unterhaltung, bevor er sagt, wait a minute, I got 3 red cards, is that 3 of a kind? Und dann freut Trapper sich schon mit seinem Full House. Also, ja, ich hatte ja nur 2 Paare, 2 Paar 10. Im Deutschen ist es bei der roten Geschichte irgendwie, bekommt er die Parade, ein erwachsener Mann, ob er das fragen dürfe oder sowas. Ach so, ja, das hatte ich dann jetzt mir nicht genau aufgeschrieben, war so ein bisschen geplänkelt. Aber die Erwiderung darauf ist nichts, was dir hängen geblieben wäre. Ja. Okay, weil das war mir hängen geblieben. Und dann kam halt wieder dieser leichte Personality-Switch, als er dann sagte, okay, come on, Bub, now let me see the underwear. Ja gut, aber pragmatisch und in Sachen beschaffen ist er ja schon immer gut. Also ja, das passt schon rein irgendwo. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie häufig er sich irgendwelche Unterschriften einfach mal so abholt, ohne irgendwas gewollt zu haben? Ja, ist ja auch richtig so. Natürlich, braucht man ja manchmal. Fast in jeder Folge. Ist glaube ich, auch in dieser Folge doch, wo er zu Colonel Blake sagt, hier verbrennen Sie diese Papiere. Das sind Formulare, die Sie unterschrieben haben, um andere Formulare zu annullieren, die Sie nicht unterschrieben haben oder so ähnlich. Ja, wobei es hieß einfach nur Orders. Es kann also auch heißen, dass es jetzt Sachen waren, die von oben kamen. Also Befehle, die dann wieder zurückgenommen wurden wegen anderen Befehlen. Ist jetzt etwas unsicher, aber halt wieder typisches Army-Zeugs. Ja. Naja, also wie gesagt, aber am schönsten fand ich eigentlich,
wie Trevor dann tatsächlich das Gesicht entgleitet, als er feststellt, dass er wirklich verloren hat. Ja, nicht nur verloren, gegen Raider. Gegen Raider, genau. Ja, der Schauspieler hat es schon drauf, irgendwie tatsächlich das auszudrücken, was er meint. Wird er nicht auch als irgendwie vierzähiges Wiesel oder so beschimpft? Mhm, genau, genau. Vierzähiges Wiesel. Ja, der arme Raider. Aber er nutzt die Unterwäsche natürlich gleich für seine Zwecke. Er schmeißt sich an die Schwester Beddoes ran. Und will die aber nicht so toll ist wie ein Lamm. Genau, das ist ja, so ein Hunger, wie der Kleine hat. Der ist ja noch im Wachstum. Ja, oh, das sind die so toll. Ich meine, er hat die Wahl zwischen einer Frau und Essen und er nimmt das Essen. Das finde ich so gut. Ich mag ihn. Mit Mint-Jelly, das muss man ja bedenken. Die Frau hatte kein Mint-Jelly. Knochen trocken er dann da mit dem Lamm in der Hand dann bei ihr vorbeigeht und sagte, Entschuldigung, ist was, something came up, das Date fällt aus, tschüss. Ich habe heute Abend keine Zeit, sagt er im Deutschen. Ja, yeah, I can't make it tonight, sagt er auch. Also dann schön noch die Bemerkung von Hawker dazu, there goes one of the world's great leg men. Aber ist euch das aufgefallen? Ist euch das aufgefallen? Ich finde, er sieht in der Folge irgendwie anders aus. Ja, er hat die Haare irgendwie nach vorne gepusht aus der Mütze raus. Also ich konnte es nicht festmachen, woran es lag, aber irgendwie sah er anders aus. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, die Haare hingen komisch vorne aus der Mütze raus. Ist mir jetzt nicht großartig aufgefallen. Ja, ne, wie gesagt, und dann landet natürlich die Unterwäsche beim Koch. Der sich ja auch freut. Habe ich das richtig verstanden? Er hat sie noch so nah an den Ofen gehängt, nicht um sie zu trocknen, sondern so, dass sie noch so huschlich warm wird? Ja, er hat sie erstmal so an der Seite getan. Habe ich jetzt also keine besondere Intention erstmal, wie ich das kam, erstmal gebunkert. Okay, ich habe das so verstanden, als wie ich lege die jetzt auf die Heizung, dann wird es noch ein bisschen wärmer. Ja, das macht man ja im Winter, das ist ja auch was Schönes dann, diese Warmen. Ja, eben. Ach. Ja, aber es bleibt ihm ja nicht lange, denn Frank ist da und beschwert sich natürlich. Der Koch sagt, er hat in all den Jahren, die er da kocht, noch nie Beschwerden, bis auf dieses eine Mal. Ich hoffe, es geht ihm besser als der Major Burns. No illnesses except one time. I hope you're better. Mhm. Und man muss fairerweise sagen, es ist in dieser Situation wahrscheinlich echt eine Kunst. Ja. Ja. Und sagen natürlich so, muss Frank erwischen bei sowas. Ja, natürlich, aber dafür kriegt er ja auch dann als Bestechung die Unterwäsche und sie hat wieder den Besitzer gewechselt. Aber schön war dann auch eine Frage, dass er jetzt sagt, ich habe eine Frau. Er sagt, Moment mal, letztes Mal konnte ich dich noch nicht bestrafen, weil ihre Frau angeblich gestorben ist. Ja, but she got better. Man glaubt, nee, sie glaubte nur, dass sie tot war, so war das, glaube ich. Ja, jetzt. Sie got better. Das ist aber immer wieder schön. Frank geht dann mit seiner neu gewonnenen Unterwäsche zu einem Date mit Hot Lips. Er hat sie erstmal an und das ist gut. Und, Und Hot Lips ist echt kühl drauf, also neben ihrer Unterkühltheit körperlich. Ja, aber das, ich meine, ganz ehrlich, er füttert sie mit Käse, den ihm seine Frau geschickt hat und sagt ihr das auch noch. Also, ich kann das schon verstehen, dass sie da entsprechend zickig wird. Ja. Nicht alles wird besser mit das, Käse. Das hat ja nicht, das hat sie ja noch nicht gestört, als er sagte, if we had met under other circumstances, dann sagt er, ja, that would have been nice. Dann wird sie ganz wütend und sagt, nice! Was anderes als nice fällt dir nicht ein, so well, it could have been nifty. Okay, ist toll wäre es im Deutschen. Ja, so ungefähr nett und toll, so kann man das dann auch ungefähr umschreiben. Und da war sie dann natürlich ganz auf 180, verständlicherweise. Ja, wollte ich gerade sagen. Also da kann ich sie tatsächlich mal verstehen. Das ist nicht nur der übliche Modus, dass sie gerne Bitch ist, sondern wirklich. Ja, aber das war halt so eigentlich irgendwie out of character. Warum? Seit wann ist sie denn irgendwie ernsthaft angepisst über seine. Das ist nicht über seine öfter. Frau das und die Geschichte ist sie immer angepisst. Okay. Dann habe ich das noch nicht so richtig auf dem Schirm. Ja, für sie ist es eine ernsthafte Affäre. Ach so. Genau, also nicht so wie die Sache mit den ganzen Kernels und
Admirälen und was. Ja, das sind ja nur Crushes, das ist ja nur tiefe Bewunderung. Was anderes. Ja, und vor allem eben tatsächlich die Tatsache, dass er ihr das auch jedes Mal wieder aufs Brot schmiert in seiner Dummheit. Ja, ne, und wie gesagt, sie nimmt ihm dann wutentbrannt die Unterwäsche ab und setzt ihn vor die Tür. Fand ich genial. Ja, aber wenn ihr so kalt ist, wie sie behauptet. Warum zieht sie nicht gleich an? Wie konnte sie geklaut werden? Sie hängt sie erstmal auf die Wäscheleine. Ja, und aber ich glaube auch, da ist wieder Wäscheleine am Ofen. Ah, oder nein, warte mal, sie wird sie gewaschen haben. Sie ist so vollkommen penibel. Nee, das nicht, aber sie ist ja auch ordentlich. Also sie schlumpert sich nicht direkt rein, schmeißt nicht die Klamotten am Boden. Das muss man ja erst langsam. Sie muss ja erstmal die Socken von den Händen machen und so. Okay, na gut. Hat das so lange dann weggehängt. Okay. Naja, Frank hatte sie ja auch an, also ich würde sie auch erstmal waschen. Erstmal die Sackratten rausprügeln, ja. Klinger weiß aber nicht, dass Frank sie nicht mehr hat, denn er versucht, sie ihm zu klauen. Denn er leidet ja am meisten in seinem kleinen Rötchen. Ja. Ach, der Arme. Was der mir auch sagte, er hat ja nicht mal eine Pelzstola. Ja, aber das zieht doch unterm Rock. Ach nee, der arme Klinger. Das ist jetzt das zweite Mal, dass Klinger Frank mit dem Tod droht. Er scheint immer damit durchzukommen, das wundert mich, aber gut. Ja, es ist, aber schön fand ich auch dann vor die kleine Ansprache von Frank, wo ihm dann auch sagte, if you had the guts to serve your country, you wouldn't have to prove you're crazy. Aber am schönsten fand ich die deutsche Reaktion. Entschuldigung, Flo. Nein, mach nur. Am schönsten fand ich die deutsche Reaktion. Und wenn ich sie das nächste Mal sehe, was will ich, dass diese Pumps blitzsauber sind? Ja. Ja. I wanna see a shine on the scene. Das ist irgendwie so akzeptiert. Man hat sich schon dran gewöhnt und man macht sich schon keine Gedanken mehr. Hauptsache es ist ordentlich. Uniformappell. Sie richten Sie Ihr Koppel. Sie, Ihr Helm ist schief. Klinger, die Brosche muss 2 Zentimeter tiefer. Nächster. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Klinger in diesen frühen Folgen noch ein bisschen bisschen wilder, ein bisschen verbrecherischer auch drauf ist als später, weil jetzt geht er nämlich los und klaut die Unterwäsche halt bei Hot Lips. Mit der Angel. Ja, aber immerhin hat er einen gewissen... mit der Angel? Nee, mit dem Bajonett? Ja, stimmt, du hast recht, ja. Entschuldige. An seinem Gewehr, genau. Ja, aber er ist auch nicht draufgängerisch und verbrecherisch, wenn er es irgendwie gleich beichten geht. Also, Stantepede. Ja. Und dabei ab auch noch irgendwie sagt, hier komm, nimm, ich behalte, ich kann es nicht tragen. Ja. Es sieht auch blöd aus unterm Kleid, muss man nicht. Das hätte ihm auch nicht gestanden. Nein, aber ich muss sagen, ich fand das, weil es passt ja trotzdem irgendwie zu ihm, weil er hat ja doch einen sehr hohen Kodex, sag ich mal. Und bei ihm glaube ich tatsächlich, dass da voll von seinem schlechten Gewissen aufgefressen wird. Ja, eben, deswegen sage ich ja, also das ist verbrecherischer, das ist Klinger, wie er lebt und lebt. Er wäre gern verbrecherisch, aber das dann doch nur nach den Regeln, die er von Mama gekriegt hat und das ist gut zueinander sein, oder wie war das? Ja, es war halt auch die pure Verzweiflung. Ja, es war eben halt kalt. Und so, Schuldgefühle machen bestimmt warm und er gibt halt die Unterwäsche weiter an Father Mulcahy. Der aber auch sagt, nee, kann ich jetzt irgendwie so nicht annehmen. Ja, aber er ist nur eine Nacht trägt. Er ist tatsächlich so, ist doch recht sehr versucht. Also. Ja, er hat es ja auch die Nacht getragen. Er weiß ja jetzt, er hat die erste Nacht wieder durchgeschlafen. Aber er gibt's weiter. Und damit landet es bei Henry als gestohlenes Gut. Welcher es ganz eng verwahren wird. Ja, da werden wir sehr genau drauf aufpassen, ja. Ja, und Hawkeye und Trap kommen gerade in dem Moment rein, als er das Ding anzieht. Und ja, das war eine schöne Szene. Und Raider spannt natürlich. Ja, und Henry bückt sich. Denn es stimmt was nicht mit ihm. Er hat Schmerzen und es ist der Blinddarm. Und da muss ich sagen, das ist auch echt, also gerade auch im weiteren Verlauf, recht gut gespielt für mich. Also ich hab das mit Blinddarm einmal nur als Reizung gehabt und das tat schon echt weh.
Ich bin aber Gott sei Dank drum rumgekommen, dass das wirklich eine Entzündung, der richtige war. Hm. Aber wie er wirklich, wie ihm echter Schweiß ausbricht und so weiter, also ich fand das schon ganz, ganz gut gespielt. Hm. Ja, wobei ich es weniger gut gespielt finde, wie er sagt, aber ihr schneidet mich nicht auf und dann doch wie ein Lämmchen hinterher trottet. Also entweder ja, ihr schneidet mich nicht auf oder... Ja, es war ein etwas kurz gefasster Dialog. Also jetzt, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, im Deutschen, wir brauchen ja immer mehr Worte für dasselbe, ob man da vielleicht noch ein bisschen mehr hat wegmachen müssen. Okay. Aber es war halt, also es passte schon. Es fand eine Überredung statt, an deren Ende er dann sagte, ja, okay, geh mal. Ja, und vor allem halt wirklich so diese, ja, ausgerechnet für euch Schlachtern. Ja, wobei er natürlich weiß, dass es seine besten Ärzte sind, aber in der Situation ist das sehr verständlich. Und er erwähnt, dass er kein Blut sehen kann später, ach nein, das ist in der nächsten Folge erst, wo er dann irgendwie auch mal im OP-Saal auftaucht. Nee, er operiert mit, er sagt nur immer, er kann sein eigenes Blut nicht sehen. Okay. Das hat er ja schon in einer früheren Folge auch schon mal gesagt. I could paint a barn with other people's blood. Stimmt, das war das letztens oder vorletzte, ja, stimmt. Aber am schönsten finde ich tatsächlich, als sie dann die OP erfolgreich abgeschlossen haben und dann die Lautsprecherdurchsage kommt, dass es Blake gut geht, erstmal relativ verhaltene Reaktion. Und als dann rauskommt, dass die Unterwäsche erfolgreich überlebt hat, kriegt Jubel aus. Das Schöne ist, Henry is the proud father of a bouncing baby appendix. A bouncing baby appendix. Ja, bouncing. Okay. Ein fröhlicher Hopsen. Ach, der kleine niedlich. Ja. Ja. Ja, und so landet die Unterwäsche dann wieder bei Hawkeye. Der Kreis schließt sich und Trapper fängt an zu schniefen und Radar fängt an zu hüsteln. Und Hawkeye fängt an zu sagen, nein, 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 nein. Ja, ich verstehe, ja. Hawkeye hat daraus gelernt. Ja. Hm. Ja, die Unterwäsche war ja auch in vielen Händen, aber tatsächlich gar nicht an so vielen Körpern. Also Hawkeye, Trapper, Burns, der Vater und Blake waren die einzigen, die sie wirklich anhatten. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, ich habe es mir zwar eigentlich erst für die nächste Folge aufgeschrieben, aber es ist alles zu sauber. Also ich kann ja verstehen, dass man irgendwie nach dem Piloten, der wirklich zu blutig war, gesagt hat, ey, macht mal die OP-Zähne ein bisschen runter. Aber dass alles zu sauber ist, das stört mich schon ein bisschen. Ja, da war tatsächlich mit den OP-Szenen immer wieder Streit mit dem Sender. Ja, wie gesagt, also das Blut kann ich verstehen, dass man das rausgenommen hat, aber dass alles zu sauber ist. Die haben ja auch den Blinddarm rausgenommen. Ja, aber dass dieser weiße, verdammte, weiße Unterwäsche am Ende dieser Tortur immer noch weiß keine ist. Keine gelben Flecken hat. Ja, nee, nicht mal Dreck, irgendwie Staub oder sonst irgendwas da dran hängt. Die war halt so wertvoll, dass jeder, der sie hatte, so sehr genau darauf Acht gegeben hat. Nicht mal das blöde Hochzeitskleid hat es geschafft, den Tüll irgendwie weiß zu halten. Also nein, das geht offenbar dort eigentlich nicht. Ich bin von der... Warte mal ganz kurz, wo wir gerade bei kleinen Fehlern und Unlogigkeiten sind. Da gebe ich dir recht mit dem Dreck, aber wir haben hier noch eine kleine... zeitliche Unkorrektheit, denn als Frank bei Hot Lips im Zelt ist, liegt ein Live-Magazin auf ihrem Nachttisch und diese Ausgabe ist vom 25. August 1967. Und das soll spielen in den 50ern immer noch wahrscheinlich. Ja. 50, 51 Jahre. Ja, so ist das im Leben eben. Ja, manchmal. Aber dann haben sie aber trotzdem schon was Altes rausgegraben, oder? Die Folge aufgenommen wurde 70er, oder? Wurde 73 oder 72. Da haben sie es zumindest schon noch eine alte versucht zu kriegen. Ja, aber sie hätten noch ein bisschen mehr. Die hat das vorherige Drehteam da liegen lassen. Ja, man muss aber auch sagen, heutzutage in HD sieht man sowas eher als damals auf diesen alten Röhrenfernsehern. Da ist sowas natürlich gar nicht aufgefallen. Ist ja genau wie dieses eine Zeitungsblatt, ne? Was
immer und immer irgendwie wieder. Irgendwie in jeder Sitcom und so weiter, wenn er Zeitung gelesen hat, was irgendwie immer dieselbe Zeitungsseite. Die berühmte Zeitung aus Eine schreckliche nette Familie, die genau. Al Bundy immer liest und die Ed O'Neill auch in Modern Family immer noch liest. Ja, genau. Alles dieselbe. Scheint eine spannende Ausgabe zu sein. Wiederholt ja. sich alles. Habt ihr denn noch was? Ich habe da das hermaphroditische Wiesel. Ich finde das irgendwie eine fiese Beschimpfung, die nicht sein muss. Sehr schön. Oder wie er vorher. Ja, er war halt wütend. Weil halt seine Aber wie ist das im Englischen gelöst? Hermaphroditische Wiesel. Also auch, okay. Genau. Und schön war, als er dann sah, was das wie Raider mit dem. Mit der Unterwäsche unterwegs war und sagte, I'm gonna break his leg, set it, and then break it again. Ja. Genau, und ich hatte halt das, du hast dich beim Poker besiegen lassen von einem vierzähligen Affen. Das fand ich auch sehr schön. Also, die Beleidigungen werden lustiger. Vielleicht nicht ganz angebracht, aber lustiger. Das ja. ist richtig. Ja. Wir haben noch irgendwie eine Bewertung oder sowas zu haben. Ja, wenn ihr nichts mehr habt, sonst Zitat oder sonstiges, dann fang mal an, Alex. Ich werte eher so 7 von 10 herumgereichten Unterhüsken. Mhm. Ja, für mich war es eine durchschnittliche Folge. Die war schön, aber nichts Berühmtes, nichts Besonderes. Deswegen würde ich sagen, 5 von 10 zukünftigen Lifetime Magazine. Also ich fand sie eigentlich schon besser als Me. Also klassischen Sitcom-Shenanigans. Und deswegen gibt es bei mir 6 von 10 geküssten Eichenblättern. Was wir jetzt übrigens kurz nicht hatten, als Julian dann Hawkeye ins Zelt holt, sagt er, ach endlich Major, darf ich hier Eichenlaub küssen? Was jetzt an sich nicht so ein Witz war, aber weswegen ich mich doch ungefähr 2 Minuten beömmelt habe. Ich fand da waren wir tatsächlich in Gang. Ja, may I kiss you, oh please. Und ich mag noch erwähnen, dass auch dieses Mal wieder Hawkeye sich einfach von hinten an eine Lady rankreilt. Ja, diese lächelt und nimmt es gelassen hin. Nein, er ist mit ihr schon reingekommen. Das war wohl eine Abmachung. Na gut. Ich habe von dieser Abmachung mal wieder nichts gehört. Ja, es ist ja, wieder so ein bisschen ist ja schon reingekommen. Also es scheint ein Konsens bestanden zu haben. Ja. Aber der Bauchwärmer, also das ist ja jetzt Bauchwärmer, auch hübsch. Ja. Im Winter muss man sich warm halten. Kurze Frage, weil aus Interesse, wird es denn in Korea tatsächlich so kalt? Ich glaub schon, bin nicht sicher, was da für Wetter im Allgemeinen ist. Ich glaube, es ist eine Mischung aus sehr heiß im Sommer und sehr kalt im Winter. Aber genau. Ist jetzt auch so mein mal gehört, mal gelesen. Jetzt aus dem Ärmel kann ich aber auch keine wissenschaftliche Einlassung. Aber so an der Stelle einhakend möchte ich dann doch noch sagen, dass diese Folge mit extremem Wetter irgendwie überladen ist, während die Folge davor und danach irgendwie zum Thema Wetter oder Kälte nichts zu sagen hat. Also ich dachte immer, das hat. Kontinuität. Ja, aber ich dachte, das hätte da ein Stück weit Kontinuität und es sei ein bisschen wichtig, dass das die Reihenfolge irgendwie hätte. Oder wenigstens auch an den selbst in den Weihnachtsfolgen, in der Weihnachtsfolge vor kurzem. Selbst da, das ist ja nur um Weihnachten. Selbst da ist da kein Winter und nicht kalt. Und wir haben ja auch ohnehin mehr Weihnachtsfolgen als der Krieg Jahre hatte. Ist gerade voll nicht sicher. Also, ich raus. Hallo, wir sind die Geografie-Unfähigen. Verraten Sie uns nicht zu Themen. Mit Geometrie kenne ich mich nicht aus. Und sie dreht sich doch oder so ähnlich. Genau. Und zwar, um meinen Satz von vorhin zu beenden, 7 Punkte. Von 10 Shiny Shoes. Jo. Gut. Dann haben wir es auch diese Woche wieder geschafft. Nächste Woche dann ein weiteres lustiges, spannendes Abenteuer, aber das sehen wir dann, wenn wir soweit sind. Und bis dahin viel Spaß, eine schöne Zeit, mach's gut und ciao. Tschüss. Ciao.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Wir wollen heute wieder über eine neue Episode reden, in dem Fall nämlich Episode 20 der ersten Staffel. Und der deutsche Titel ist Ein Blinktgänger hat's in sich oder The Army Navy Game. Hallo. Und zu dieser Folge habe ich mir wie immer Leute mit dazu geholt, nämlich die Alex. Den Zappo, hi. Und den Blindgänger Flo. Ja, in dieser Folge, wie gesagt, freuen sich alle auf das jährliche Army-Navy-Footballspiel und sitzen schon in fröhlicher Erwartung mit ihren Fähnchen und Trikots vor den Rundfunkgeräten und freuen sich eigentlich, dass es gleich losgeht. Aber in diesem Augenblick fängt schwerer Beschuss an. Und ja, es landet nicht nur diverses Splitterzeugs und so im Camp, sondern eben auch ein Blindgänger im Hof, der natürlich entsprechende schissige Reaktionen bei allen auslöst. Die meisten Patienten werden dann deshalb evakuiert, aber der Rest muss halt mehr oder weniger zwangsweise die Bombe entschärfen. Ja, das wäre jetzt an sich schon alles schlimm genug, aber natürlich kriegt auch Blake bei diesem Beschuss was Kleines ab und ist kurzzeitig außer Gefecht gesetzt. Was natürlich für Frank der beste Anlass ist, wieder mal den Griffiths zu geben. Allerdings nicht lange, denn er klappt letzten Endes unter dem Stress zusammen. Weshalb dann natürlich wieder Hawkeye und Trap die Scheißarbeit machen müssen. Sie inspizieren dann die Bombe und versuchen eben unter Gewalt rauszukriegen, wie man das Ding jetzt entschärft. Aber weder die Army noch die Navy sind sonderlich hilfreich bei der ganzen Sache. Denn die sind nur auf ihr dämliches Spiel konzentriert und lassen sie mehr oder weniger hängen. Deshalb dauert das Ganze halt länger als gedacht. Und jeder erlebt so seine eigenen Todesangstmomente. Aber am Ende kommt dann raus, die Bombe ist von der CIA. Und sie kriegen dann eine Anleitung zum Entschärfen, tun das auch unter Schweiß und Tränen. Und es stellt sich dann letzten Endes raus, es ist nur eine Propagandabombe. Eine amerikanische Propagandabombe. Von der CIA, ja. Die das Spiel betrifft. Nein. Nein? Dann habe ich das falsch verstanden. Gut. Ja, wie war denn so euer Gefühl für die Folge? Also gerade so der Anfang, dieser fröhliche Einklang, den fand ich ja eigentlich ganz lustig. Ja, ist euch eigentlich aufgefallen, ganz am Anfang, dass wir hier Suicide is Painless in einer anderen Version haben? Eine der wenigen Folgen, in denen wir diese Version haben werden. Ja, drei Folgen in der ersten Staffel, dies und ich glaube die nächsten zwei, haben so genau. Ein bisschen mehr so Jessica, als wir bis jetzt hatten. Ich okay. finde es merkwürdig, um ehrlich zu sein. Ja, ich auch. Also es ist verstörend auf jeden Fall. Ist mir weil ich völlig unmusikalisch bin, habe ich mich zwar kurz gewundert, aber mir nichts dabei gedacht. Es ist mir nicht aufgefallen. Ich bin entsetzt. Habt ihr denn dafür irgendwie, also ich weiß nicht, gibt es da einen logischen Grund? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt eine sonderlich jazzige Folge wäre. Also warum sie dafür diese Folgen explizit das Intro ausgewählt haben? Also mir kam der Ton insgesamt anders vor, auch der Klang der Stimmen. Aber ich weiß es nicht, ob da vielleicht eine andere Tonfirma dran war oder so, ich habe keine Ahnung. Vielleicht musste da was überarbeitet werden. Also ich habe auch nichts gefunden, warum das hier geändert wurde. Vielleicht hat man einfach ausprobiert, wie es ankommt, wenn man so ein bisschen was Peppigeres nimmt. Nee, aber ich muss sagen, das Original-Intro gefällt mir echt besser. Also. Ja. Ich muss ja zu der Sache gestehen, dass ich die 90er-Jahre Charts-Version am liebsten mag. Das waren die Manic Street Preachers. Ja, das ist eine schöne Version, das muss ich auch sagen. Sagt mir nichts. Ja, ja. Mit Elektrogitarre und so. Ja, ja. Elektrogitarre sagen mir schon was, aber das jetzt nicht. Okay. Ja, aber wie gesagt, also diese Einstiegsszene, wie sie da alle im Krieg mehr oder weniger sich voll auf diese Sache da freuen und das ist eigentlich voll cool und das ist halt auch echt eine Tradition wohl. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der echten Welt auch tatsächlich so eine Tradition ist. Ich glaube ja, und wir hatten das ja auch schon im Film und im Buch.
dieses Spiel. Ja, gut, ich meine, das ist ja, ich kenne es ja auch noch aus meiner Bundeswehrzeit, wie dann auch, ich glaube, in den Unterlagen zur inneren Führung heißt, dass der Waffenstolz zu fördern ist. Also, dass man den Leuten bei der Artillerie sagt, ihr seid die Besten, jetzt nicht so wie die blöden Panzergrenadiere, und dass man dem Fallschirmjäger sagt, ihr seid die Geilsten und jetzt nicht so wie die doofen Artilleristen und so weiter. Und dass das da natürlich zwischen den drei Hauptzweigen Army, Navy und Marines natürlich auch wieder, ja, und Air Force, also vier Hauptzweige. Genau. Ja, ne, wie gesagt, sie sitzen da so mit ihren lustigen Fähnchen und bevor überhaupt die Übertragung losgeht, fängt halt schon das Gehagel an. Und also ich muss sagen, die Szene war schon recht nett. Also das hat man schon, es hat ja auch so die Kamera immer ein bisschen mitgewackelt und so. Das fand ich schon ganz gut gemacht. Was ich aber noch loswerden muss, im Anfang, der Klinger in der Damenuniform sieht verdammt schnittig aus, muss man sagen. Ja. Ja, es hat ja auch nicht nur die Kamera gewackelt, beziehungsweise es hat nur die Kamera gewackelt. Das ist ja wie bei den alten Star Trek-Folgen, wenn die Enterprise getroffen wird. Die Leute mussten sich halt hinwerfen, weil dann ein bisschen der Kamera gewackelt, damit es aussieht, als wäre wirklich was los. Aber Henry kriegt ja eins drauf und ich finde diese Szene mit Henry wunderschön, wenn er mit dem Telefonhörer da liegt. Hallo? Ja, auch die ganze Zeit, während er vorher schon mit dem Ding da rumläuft und irgendwelches wirres Zeug da reinbrabbelt. Ja, wir haben ja bei Henry immer diese Szenen, wo er angeschlagen ist. Ich erinnere nur an die Jeep-Szene. Also ja, er ist immer furchtbar niedlich. Ja, ich finde ihn so süß. Das ist großartig. Ja, das kann er. Den verwirrten Mimen. Und dann fängt es ja an, als der Beschuss losgeht und als sie dann aus dem Chefbüro, wo sie ja das Spiel hören wollten, dann losgehen. Da fängt ja wieder an. Das ist auch der Grund, weshalb ich diese Folge besonders schön fand. Es ist wieder so eine Hard-Ass-Hawkeye-Folge. Aber er dann einfach als Einziger, alles andere kraucht mehr oder weniger am Boden rum. Er begibt sich einigermaßen aufrecht raus und wird gefragt, are you not scared? Er dreht sich dann um und sagt, no, I'm too frightened to be scared. Leg dann los. Das ist dann also wieder klassisch. Das ist wieder dann schöner Moment. Ja. Da habe ich mich schon gefreut. Ja, harter Song, geil wieder. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, auch allgemein die Reaktion von den anderen, die fand ich schon ganz nett. Also wie sie eben wirklich so unterm Tisch kauern und du merkst halt wirklich, wie jeder unter dem Stress anders reagiert. Wie gesagt, Hawkeye packt halt einfach die Sachen an, obwohl er Schiss hat. Manche sind komplett paralysiert von der ganzen Nummer. Und ich sag mal so, ich verstehe schon, dass das ein Problem ist. Ich meine, du hast da bettlägerische Patienten, die müssen erstmal weg. Wo bringst du die erstmal hin? Da fängt es ja schon an. Vom medizinischen Personal selber mal ganz abgesehen. Ja, sowas werden wir in späteren Folgen ja noch intensiver erleben. Aber fängt hier schon mal wirklich gut an damit, ja. Als dann Frank sagt, nachdem es Henry erwischt hat, dass er jetzt in Charge ist, hat natürlich Hawkeye auch wieder ein paar schöne Worte für ihn. Und als es dann nochmal einschlägt und sie sich beide auf den Boden schmeißen, kam auch ein sehr schöner Dialogwechsel, wo dann Frank sagt, we got to evacuate immediately. Und Hawkeye guckt so und sagt, I think I just did. Genau. Das fand ich auch sehr wundervoll. Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen gelöst haben könnte. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, aber er sagt auch irgendwas, dass es in die Hose gegangen ist. Ja, aber allgemein, also auch hier. Schon zu spät oder so? Nicht, dass es in die Hose geht, schon zu spät oder sowas die Richtung. Aber wie Frank auch hier wieder absolut auf Gröfatz macht und zu nichts in der Lage ist. Und als sie dann eben tatsächlich Strohhalme ziehen, wer dann das erste Mal. Ich musste nur lachen, als du jetzt. Wer dann das erste Mal gucken geht, was das nun jetzt da ist für ein Blindgänger und so, um das Ding ein bisschen genauer zu inspizieren. Und es trifft ausgerechnet diesmal wirklich beim ersten Mal Frank und er klappt einfach zusammen wie ein Messersack. Wie passend, Blindgänger zu Blindgänger. Genau. Aber da schön auch der Army-General am Telefon. Er sagte, call me at halftime. If I don't hear from you, I understand. Ja, aber es ist nicht das erste Mal, dass wir hier einen Colonel haben, der nicht von Hot Lips angerufen wurde und der was anderes als Hot Lips im Sinn hat.
Ja, Hammer, das war immerhin das Spiel. Das kann man doch mit so Kleinigkeiten wie Beschuss nicht unterbrechen. Genau, wir sind ja immer noch im Krieg. Ja, wichtige Sachen zuerst. Nein, aber ich muss sagen, also klar, ich verstehe ja schon wieder, wir müssen halt hier wieder diesen obligatorischen Bürokratiewahnsinn thematisieren und auch diese Scheiß-Egal-Haltung von den Obervorgesetzten und so weiter. Aber ich muss sagen, der ganze Teil mit der Hin- und Her-Telefoniererei, da ging mir doch ein bisschen auf die Nerven. Ja, vor allem, also, dass es sich alles um das Spiel dreht. Wenn das jetzt einen anderen Grund hätte, dass die sagen, nein, wir können gerade nicht, hätte ich eher akzeptiert. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich so überhaupt kein Sportfan bin und mich halt nicht reinversetzen kann. Ja, es ist dieses versuch mal zum Zeitpunkt von gewissen Veranstaltungen und so irgendwo irgendwen zu erreichen. Ne, ob du da jetzt Fan bist oder nicht, es gibt viele Sachen, die binden halt viele Leute, da ist dann jeder darauf konzentriert und alles andere wird halt mehr oder weniger nebenher abgehandelt. Boah. Naja, und halt, wie gesagt, tatsächlich dieses, denen ist ein beschissenes Spiel wichtiger als Menschenleben. Ich glaube, das ist tatsächlich die Idee, die da dahinter steht. Und ja, so schlimm wie es ist, aber man kann sie, es ist ja nicht mal so, dass man sich's nicht vorstellen könnte. Ja, es ist halt so ein bisschen, es ist halt immer noch eine Sitcom. Also es ist jetzt kein Werk mit tiefem philosophischem Anspruch. Ja, glaube, das merkt man vor allem in der zweiten Hälfte der Folge mehr. Ja. Was ich noch sagen muss, also die reinen Szenen direkt bei der Bombe, sowohl die erste Inspektion als dann auch später die Entschärfung, ich muss sagen, das hat mich schon, obwohl du natürlich irgendwo weißt, dass das gut ausgehen muss, aber es hat mich schon irgendwo gepackt. Also ich war von der Bombe komplett enttäuscht. Gab es sowas wirklich? In der Regel sehen die nicht so aus, wenn die auftreffen. Aber nein, also das war auch der nächste Punkt, wo ich gesagt habe, das ist alles viel zu sauber. Dieses Ding sieht aus, als wäre es irgendwie da reingesteckt worden. Es steckt senkrecht im Boden und als hätte es niemals irgendetwas... Und sieht sehr falsch aus. Ja. Ja, das hatte ich auch ein Problem. Aber das ist wahrscheinlich auch so eine Sache. Heute in HD sieht das komisch aus. Damals ja, aber die ist doch kaum aufgefallen. Dass sie ganz sauber ist. Es muss ja auch der letzte ahnungslose Depp erkennen können, dass das die Bombe ist. Ja. Das heißt, hätte die, wie es wirklich so war, so halb im Boden verborgen gelegen und man hätte ja, das ein bisschen schräger und das Ding war, also es gab die doch nicht in wirklich ganz sauber, ja, da war noch irgendwelche... Rein physikalisch geht das schon so senkrecht gar nicht, aber ist egal. Ja, eben. Ich stelle mir gerade vor, wie Trump vor dem Fernseher sitzt und sagt, oh, it's the bomb, I get it. Genau. So ungefähr. Okay. Also auch ein Trump hat mal eine Bombe. Nein, aber wie den beiden da tatsächlich der Schweiß ausbricht. Der Amerikaner muss es erkennen können. Also, ja, das stimmt. Naja, aber wie den beiden da tatsächlich so der Schweiß ausbricht und auch so diese wortlose Kommunikation zwischen den beiden, wie es eben wirklich nur so über Blicke läuft. Das fand ich sehr schön, dass hier die Freundschaft auch zwischen den beiden so kommentarlos nochmal richtig schön gezeigt wird. Also da hatte ich sehr viel Spaß dran. Ja, das passt gut. Das war wunderbar. Ja, gemacht und das ist auf jeden Fall sehr schön. Naja, und wir haben jetzt, wie gesagt, die Bombe das erste Mal so ein bisschen inspiziert und telefonieren halt rum, um eine Lösung zu finden. Und da das Ganze ja entsprechend viel Zeit in Anspruch nimmt, haben natürlich jetzt alle genug Zeit für ihre kleinen Abschiedsmomente, weil sie alle Schiss haben, dass es jetzt bald zu Ende geht. Und da sind ein paar sehr schöne Szenen. Also die Klingerszene zum Beispiel, die fand ich absolut grandios. Da merkt man aber auch wieder, dass es keine Continuity gibt. Weil Klinger sagt zu Father Marquet, sagt, you have never seen me out of a dress. Und wie wir wissen, er war da vorher auch schon ohne Kleid unterwegs. Und sogar in Armeeklamotten. Mhm. Ja. Mit einem schicken Halstuch von Muttern. Aber ist die Frage, ja stimmt, das war auch Father McKay, der ihm damals geholfen hat, ja, hast recht. Nein, aber er denkt halt, jetzt als Toter wird er sowieso endlich entlassen und jetzt braucht er den ganzen Klimbim nicht mehr machen und zieht sich seinen besten Anzug an, um eben seinen Punkt nochmal zu unterstreichen. Er ist eben keine in seinen Worten Schwuchtel, sondern es geht ihm eben tatsächlich darum,
damit entlassen zu werden, über die Masche. Ja. Und wenn das jetzt anders geht, dann geht's halt jetzt anders. Ja, eben, man soll dann halt, wenn man ihn tot sieht, sagen, das war aber ein Typ mit einem netten Anzug. Genau. Aber schön war auch, wie er beschrieben hat, wie er versucht hat, sich bei der Musterung dann da zu drücken, dass er den Arzt am Ohr geleckt hat, seinen Brieföffner sich in die Jacke gerammt hat und so dann Father Marquet nur in völliger Ruhe sagt, you are not one of life's volunteers, son. Das fand ich schön. Ja, das stimmt. Und Vader hat natürlich auch seinen Moment, denn er verführt eine der Schwestern, diesmal sogar erfolgreich. Ja, es ist, also dass Vader tatsächlich Erfolg hat, es erinnert mich ein bisschen an den Film Airplane, also die unglaubliche Reise beim Flugzeug. Dass das jetzt kommt. Ja. Ich wusste es. Wo diese junge Frau da, als das Flugzeug droht abzustürzen, von Mann zu Mann geht und sagt, ich bin noch Jungfrau und ich will nicht als Jungfrau sterben. Ich fand es ein bisschen komisch für Vader, dass er tatsächlich Erfolg hat. Ja gut, aber wie gesagt, der Witz war ja, hat ja selber nicht so richtig damit gerechnet, dass es funktioniert. Ich wünschte, ich könnte zwinkern, was mit den drei Anläufen. Nein, aber ich mag Vader, das war eine schöne Szene. Und ich hätte mich auch erbarmt, aber auch ohne Weltuntergang. Naja, und das nächste, was ich auch wieder schwierig fand, Frank und Hotlips haben ihren romantischen Moment halt direkt mehr oder weniger halt neben der Bombe. Also statt dass sie das wenigstens in die Außenbereiche irgendwie gehen. Die hatten sich doch so Matratzen vorgebaut. Ja klar, aber wenn das Ding hochgeht und das, was du zu erwarten hättest. Aber Matratzen. Ja. Ein Matratzen vor. Nun gut. Und die zweite Sache. Es ist ein bisschen komisch, ja, ich gebe es zu. Na, und die zweite Sache, die ich auch nochmal total komisch fand, klar, wir haben in dieser Serie zwei Helden, ist ja alles schön und gut. Aber erstens, während der Entschärfung gibt es keinerlei Beschuss. Das ist schon der erste Witz. Und der zweite Witz ist der, warum schicken wir ausgerechnet die beiden besten Dogs, die wir haben, zum Entschärfen? Ich meine, da läuft genug Zeug rum, das entbehrlich ist. Ja, wenn du eine Bombe mit, ich will jetzt mal nicht so mit dem Zaunfall winken, aber wenn du mit chirurgischer Präzision vorgehen musst, um eine Bombe zu entschärfen, wen schickst du dann? Frank? Ja gut, aber wenn Frank in die Luft fliegt, geht die Welt nicht unter. Ja, aber dann wird die Frage ist ja, wie weit ist der Sprengradius? Kommen ja, alle weit genug weg? Das heißt, also die beiden mit den größten Chancen und natürlich, wie gesagt, Hard as Hawkeye zusammen dann mit Trapper. Man hätte Spearchucker schicken können, dann wäre erklärt, warum er nicht mehr da ist. Genau. Hochgeht. Nein, aber das fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig, aber naja. Ja, naja. Guck dir Star Trek an. Ja. Es geht auf eine gefährliche Mission auf einen unbekannten Planeten. Wer geht? Natürlich der Captain. Mit dem einzigen Arzt an Bord. Das ist schon richtig. Naja, und wie gesagt, sie entschärfen dann das Ding, mehr oder weniger erfolgreich, und machen dabei einen Fehler. Und eigentlich gehen sie schon davon aus, dass sie jetzt alle in die Luft fliegen. Aber es macht nur ein kleines Plöpp. Und am Ende kommt dann raus, dass da viele kleine Zettelchen drin waren, mit dem Kommentar, geht auf, gebt auf, ihr werdet nie gewinnen. Douglas MacArthur. Genau. Und das muss ich sagen, als Karikatur eben auf diesen Krieg an sich, fand ich das schon wieder schön. Ja, wobei das auch relativ üblich war. Das wurde im Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg und so weiter auch gemacht, dass man halt so Propagandablättchen. Ja gut, aber normalerweise hat man die doch so im Ganzen als Zettel abgeworfen, oder? Nee. Dann ist unterschiedlich, die Dinger doch wie das direkt, gemacht wurde. Also aus der, die musst du ja erst auf eine gewisse Tiefe kriegen. Wenn du die oben in 10.000 Meter rauslässt, die kommen ja überall runter, nur nicht wo du willst. Die Amis haben ja auch über Russland Kondome abgeworfen. Übergroße Kondome mit dem Aufdruck XXS, um die Russen zu demotivieren. Also es hört sich, so, ich wusste es jetzt auch nicht, aber so bescheuert es sich anhört, wenn man sich mal ein bisschen was über die Psy-Ops durchliest, die da was gefahren haben, das passt genau rein.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dass sie halt quasi als Amerikaner selbst gesagt kriegen von den Amerikanern, ihr werdet diesen Krieg nie gewinnen, in Kombination mit diesem ganzen Bürokratiewahnsinn, der überhaupt dazu geführt hat, das fand ich einen netten Twist. Das fand ich ganz niedlich. Ja, ein Twist ist, es ist ja kein Geheimnis, dass gerade, also ich weiß jetzt nicht, ob es anderswo auch so war, aber es gerade wohl bei den Amis so war, dass halt oft genug die eigenen Leute auf einen geschossen haben, weil einfach irgendwo was fehlgegangen ist an der Planung. Zum Beispiel hatte die Air Force im Zweiten Weltkrieg auch den Spitznamen die American Luftwaffe. Also halt oft genug auch ihre eigenen Leute bombardiert haben und nicht nur die Deutschen. Ja, habt ihr noch was zu sagen? Zitate hatten wir, glaube ich, schon. Also, du hast mir gerade meins vorhin schon weggenommen mit dem Pierce, are you scared? Don't be silly, I'm too frightened to be scared. Verdammt, Entschuldigung. Nee, ist ja nicht schlimm. Habt ihr noch andere Zitate? Ja. Zitat habe ich keins, aber wir haben was ganz Wichtiges noch vergessen. Es ist 42-36 für die Navy ausgegangen. Ja, das ist... Und wer hat gewonnen? Panama Cape. Nein. Schön ist, als er als erstes den Navy-Colonel oder General ans Telefon kriegt und ihm die Lage beschreibt und der einfach nur sagt, my advice is, hoist anchor, shove off. Lichtet den Anker und... Genau. Schießt war der Nächste, oder? Was? Der eine hat auch Schießen empfohlen. Ja. Ich wusste nur gerade nicht mehr, an welcher Stelle. Das war dann wahrscheinlich der Army. Das hatte ich aber wenn dann jetzt auch nicht mehr. Na gut, wie würdet ihr denn diese Folge bewerten wollen? Dann fange ich mal an und sage, mir gefällt der ernste Teil gerade zu Beginn der Folge sehr gut, aber im Rest ist leider sehr viel Slapstick, der mich nicht richtig überzeugt. Also ich gebe 5 von 10 ja, Blindgängern. Ich mach mit. Ich kopiere Flo. Ich habe auch 5 von 10 Blindgänger gesehen. Okay, Sapo? Ja, es ist natürlich eine Hard-Ass-Hawkeye-Folge, wie ich jetzt schon, glaube ich, 7 oder 8 Mal gesagt habe, die ich sehr liebe. Und gerade dieser Slapstick, wie gesagt, es ist eine Sitcom, ich erwarte nichts anderes. Einige der Sprüche, der gesamte Ton hat mir doch sehr gut gefallen. Deswegen gibt's 7 von 10 Zündern, die man zuerst hätte entfernen sollen. Genau, und ich schließe mich da auch den Zappo an. Ich gebe auch 7 von 10 Flugzetteln, denn ich mag, wie gesagt, wie hier Ernst und Komik beieinander stehen. Ich mag diesen ganzen Bürokratiewahnsinn und eben das in überspitzter Form mit dem, ihr werdet diesen Krieg damit nie gewinnen. Und vor allem mag ich eben tatsächlich, wie resigniert und wie ruhig trotz Angst Trapper und Hawk an die Sache rangehen. Die Folge hat ein paar echt schöne Szenen, aber insgesamt hat sie halt auch unglaublich viele Logiklöcher. Aber ich habe echt trotzdem meinen Spaß gehabt. Cool. Dann habe ich noch 2 Kleinigkeiten. Das eine ist ein Fehler in dieser Folge. Henrys Ehefrau wird hier als Mildred genannt. Sie wird später nicht mehr so heißen, dafür aber eine andere Ehefrau, die wir später nicht kennenlernen werden, aber von der wir viel hören. Und er spricht von Mildred im Halbschlaf, das muss ja nicht seine Ehefrau sein. Sie war aber schon mal als Mildred irgendwann genannt. Das okay, okay. Sich später. Okay. Na gut. Und bei einem Spiel Army gegen Navy, da wäre es mal spannend gewesen, wie die Schauspieler dazu gestanden hätten, denn McLean Stevenson und Wayne Rogers waren in der Navy und Alan Elder und J.B. Farr waren in der Army. Das heißt, die hätten sich gegenüber gestanden. Ja. Und ich glaube, es gab auch, ich krieg's aber nicht mehr zusammen, also auch da, diese Spiele gab es wohl tatsächlich. Es war aber tatsächlich recht selten wohl, dass die Navy gewonnen hat. Und auf jeden Fall nicht in den Jahren, wo das relevant gewesen wäre. Okay. Gut, wenn ihr keine weiteren Ergänzungen mehr habt. Nee. Dann danke ich euch, liebe Hörerschaft, wie immer fürs Zuhören. Ich danke euch fürs Dabeisein.
Und ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, entweder beim Sport oder beim Bombenentschärfen. Lasst euch nicht ärgern, weder von den eigenen Leuten noch von anderen. Und passt gut auf euch auf. Bis zur nächsten Folge. Ciao, eure Dela. Tschüss. Ciao. Boom. Ich dachte, du wärst der Blindgänger.